Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, ein weiteres Experteninterview heute. Ja, heute geht es um den Hunter, um den Jäger. Also wenn ihr überlegt, mit WoW Classic einen Hunter zu spielen, dann auf jeden Fall dranbleiben. Es wird ein relativ langes Video, wahrscheinlich so um die 2 Stunden gefühlt. Und auch wenn ihr gerade auf Spotify zuhört, ja, auf der langen Autofahrt seid gerade, viel Spaß mit dem Video heute. Gut, ich würde sagen, du stellst dich einfach mal vor, ja? Wie soll ich dich nennen? CC einfach, oder? Ja, genau, GG. Genau, dann stell dich einfach mal vor, so einfach also deine persönliche Vergangenheit in WoW, was du alles schon so gemacht hast in WoW. Ja, ich habe einen Hunter angefangen, damals auf dem Server Anub'arak. Das waren dann die ersten Server, die dazu geschaltet wurden. Davor habe ich auf Erita gespielt. Erst auf der Allianz-Seite habe ich auf Erita gespielt. Da habe ich einen Hunter auf Level 20 gebracht. Und dann, als ich erfahren habe, dass ja, 2 neue Server starten, Anub'arak und Nerator, habe ich auf Anub'arak angefangen, aber auf Hordenseite. Habe einen Ork-Hunter gespielt. Ja, habe dann ziemlich viel gespielt, muss man auch dazu sagen. Habe ja, PvE geradet mit vielen Server-First-Kills. Hat, wie gesagt, das Glück, dass ich in einer sehr guten PvE-Gilde gelandet bin, ohne es irgendwie beabsichtigt zu haben. Habe aber ziemlich viel PvP gespielt, und das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht. Habe mir dann auch im Rang 14 gegönnt als Hunter. Ehrlich, ja? Ja, ja. War halt durchs PvE auch recht overgeared sozusagen im Vergleich zu allen anderen. Das hat mir natürlich auch ziemlich gut geholfen und ja, viele Duelle gemacht, viele BGs. Warst du Ich zufällig habe Student oder ja Schüler war ich, ja. Schüler noch? Ah, okay, ja, man denkt immer so, ne, die Studenten immer Rang 14 gemacht und alles mitgenommen. Ja. Ja, das Gute war an Anub'arak, dass da die Horde recht zahlenmäßig überlegen war und man hatte so auf Warsong und Arathi-Becken hat man mindestens 1 Stunde Invite gehabt, wenn man Solo angemeldet hat. Ah, okay. Und deswegen habe ich eigentlich ja 70% meiner ganzen Ehre aus dem Open PvP geholt, indem ich einfach auf die Jagd gegangen bin und dann immer, wenn der BG-Invite reinkam, bin ich natürlich auch da reingejoint. Und ja, viele wissen es vielleicht nicht. In Classic war es ja so, dass man nicht automatisch in eine Gruppe invited wurde, wenn man BG gejoint ist. Quasi die Spieler mussten sich im BG inviten in die Gruppe. Und als Hunter war man halt ein bisschen ja, Ja. egoistisch. Man ist einfach keine Gruppe gejoint, ist Stimmt, man einfach konnte solo alleine, rumgerannt. ne? Dann hast du dann die Ehre bekommen dafür irgendwie, ne? Genau. Und dann, weil da in Ja. der Gruppe teilt man halt die Ehre und als Hunter ist man halt ja, eigentlich so der beste Ranged-DD. Und Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, ey, aber es stimmt. dadurch, ja, also ich habe Das ziemlich viel heißt, Ehre einfach das wird solo dann auch gemacht. in WoW Classic wieder so sein, ne? Mit den Gruppen, oder? Ja, weil jetzt Cross-Realms ja kommen, da ist es jetzt ein bisschen schwieriger. Und dann ist dann automatisch, glaube ich, ohne Gruppe kann man nicht viel reißen. Ah, Also okay. ich glaube schon, also wird noch viel mehr Zeit in Anspruch nehmen, wie jetzt früher auf Okay. manchen Servern. Krass, ey. Auf jeden Fall alles mitgenommen eigentlich. Also perfekt für die Runde heute. Ja, PvE gesuchtet und PvP Rang 14. Ja, was will man mehr, Leute, oder? Gut, also wie gesagt, sag mir dann gerne nochmal Feedback gleich, ob wir von der Lautstärke ungefähr auf einem Niveau sind. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich finde, die Qualität ist schon ein bisschen besser geworden. Also schon deutlich besser, finde ich, du Teamspeak. Ja, dann würde ich sagen, genau, fangen wir nochmal an mit der ersten Frage. Was ist eigentlich für dich der Hunter in Vanilla? Ja, also wofür steht der Hunter für dich? Und ja, was ist da so deine Antwort drauf? Er ist eine sehr unabhängige Klasse und ist eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich auch ein Supporter. Er war jetzt vom Wizard vielleicht nicht so geplant, aber Ja. eigentlich erfüllt eine Supporterrolle ziemlich gut und Ja. Ja, ich glaube auch viele haben so die Vorstellung oder wundern sich vielleicht, warum der Hunter so wenig, ja, also was heißt so wenig, aber nicht so mega viel Schaden macht. Er hat halt einfach vielleicht auch, ne, wie du schon sagst, vielleicht war gar nicht der Fokus da drauf, dass er quasi der Hunter so eine fette Solo-Klasse oder so eine fette DPS-Klasse werden sollte, sondern eben auch viele Support-Fähigkeiten hat, ne? genau.
Raid dann auch. Ich glaube schon, dass von Blizzard schon geplant wurde, irgendwie, dass der Hunter, ja, er ist ja eine reine DPS-Klasse an sich von den Talentbäumen. Aber den konnte man, glaube ich, einfach auch nicht ja, den Damage geben, den man zum Beispiel jetzt in Rogues gegeben hat. Dann hätten nämlich die Rogues ja keine Daseinsberechtigung. So meinst du das? Okay. Ja, oder andere Klassen. Und das Problem ist auch beim Hunter, weil er halt sehr schlecht skaliert. Vor allem das Bett ist ja, skaliert eigentlich gar nicht. Also skaliert gar nicht. Habe ich auch schon gehört. Ja. Ein Jäger mit Full T3-Set mit Best in Slot, was es Classic hergibt. Das Bett von ihm macht genauso viel Damage wie ein Bett von einem frisch Level 60 geworden Hunter. So, ja, also ein bisschen mehr vielleicht, aber ich weiß, was du meinst, ne? So ungefähr. Ja, und viele, viele Attacken von ihm, also sei es jetzt der Schlangenbiss, also der Dot vom Hunter oder der Arcane Shot, die skalieren halt überhaupt nicht mit Attack Power. Und ja, sind komplett useless eigentlich, um weiter der Progress voranschreitet von den Items. Moin, Lobgesang. Immer weiter ins Hintertreffen, weil er einfach quasi nur sein Autoshot skaliert und somit einfach der Aimshot und der Multishot und sonst eigentlich gar nichts. Genau, also da könnt ihr euch eigentlich auch drauf einstellen. Das habe ich auch von allen Huntern immer durchgehend gehört. Der Hunter ist am Anfang relativ stark im PvE auch noch, kann auch in Molten Core noch in den oberen Damage-Bereichen mitspielen am Anfang, ne? Ja, und also dann, in Molten Core auf jeden Fall ist der Hunter auf jeden Fall in der Top 5 zu finden sein, wenn man alles richtig macht, ja. Genau, aber dann halt, sobald das Gear reinkickt, ja, die Leute T2 farben und so weiter, skaliert der Hunter leider nicht mehr so gut und dann muss man sich mit. Ein Vorteil, was der Hunter hat, was eigentlich keine andere Klasse hat, ist einfach, ja, dieses Range Damage, der wird ganz anders kalkuliert wie die von den Millis. Hunter braucht eigentlich nur Hit, ja, also einfach den Hit Cap. Und fährt eigentlich seinen vollen Schaden, weil die Schüsse können nicht irgendwie pariert werden oder ausgewichen werden. Sie können höchstens geblockt werden, aber selbst das kann man auch umgehen, wie halt auch die Milis das umgehen, ist praktisch von hinten auf den Mob schießen. Und, es gibt auch keine Glancing Blows und deswegen Hunter muss eigentlich einfach nur zusehen, dass er seinen Hit kriegt und er fährt einfach seinen maximal möglichen Damage quasi. Ah, okay. Gut, ja, wie gesagt, wir haben schon viele Themen angeschnitten an der Stelle hier. Die werden wir nachher noch weiter vertiefen. Ich mache einfach mal weiter mit der nächsten Frage. Welche Gründe sprechen generell so eigentlich, wenn man jetzt quasi vor der Entscheidung steht, okay, welche Klasse man spielen möchte in WoW Classic, welche Gründe sprechen generell für den Hunter so und warum hattest du dich damals für den Hunter entschieden? Also ich glaube einfach, ich glaube irgendwie habe ich ein Auge auf den Hunter geworfen, weil ich vor WoW Ego-Shooter gespielt habe. Liegt es vielleicht daran, dass ich einfach irgendwie das Schießen einfach mir mehr lag. Okay. Einfach die Klasse hat sich einfach sehr, sehr angenehm gelevelt. Es war ja mein erstes MMO an sich. Ich hatte sonst keine Erfahrung davor. Ja. Ja gut, das stimmt, ne? Gleich mit dem Pad dann und so, ne? Ja, also wenn man mit WoW anfängt, ist der Hunter auf jeden Fall, ist man mit Hunter sehr gut beraten. Der Frustfaktor ist auf jeden Fall um einiges geringer, wie wenn man jetzt zum Beispiel in Warrior leveln würde. Oder meine allererste Klasse war der Krieger, ja, mit 16 Jahren. Ich war direkt am Arsch. Ja. Und was sind generell noch so Gründe, die für den Hunter sprechen würden, jetzt im Vergleich zu allen anderen Klassen? Es ist jetzt im Nachhinein, ja, das Spiel ist jetzt 15 Jahre alt und Hunter hat sich auch sehr stark verändert. In Classic ist, also es ist wirklich, eigentlich ist es auch eine Zumutung, vor allem wenn man PvP machen will. Das Skill-Sailing beim Hunter ist sehr, sehr stark. Also wahrscheinlich, also viele sagen, und ich bin auch der Meinung, dass der Hunter einfach den höchsten Skill-Cap hat. Im PvP vor allem, ja. Im PvE muss der Hunter auch einiges beachten, um sein Gimp-Damage sozusagen nicht noch weiter runterzuziehen. Da kann man viele Sachen falsch machen. Okay, aber das würde dann eher gegen den Hunter sprechen, ne? Oder sagst du, das ist für dich ein Grund für den Hunter, weil du es cool findest? Also gegen den Hunter wird sich einfach sprechen, es werden einfach nicht so viele Hunter gebraucht. Zwei, drei Hunter im Raid sind eigentlich mehr als ausreichend und viele Raid-Gilden nehmen da auch nicht mehr mit, weil sie einfach nicht gebraucht werden. Vor allem ab Akku 40
glaube, manche Gilden, Progress-Gilden, die raiden mit zwei Hand an. Quasi nur für den Pull, ne, so eine Art dann. Ja, entweder fürs, genau, um die Trash zu pullen, um einfach da ein bisschen Zeit zu sparen. Und der Tranquilizing Shot, was bei manchen Bossen halt einfach Pflicht ist, weil ohne Hunter sind manche Boss einfach gar nicht zu schaffen. Ja, genau. Ja. Wegen dem Enrage. Ja, Vorteil dafür von Hunter, wenn man eine Gilde gefunden hat, hat man sozusagen safe einen Raid Platz und man ist mit den Druiden so eigentlich die erste Klasse, die dann einfach ihre Sets vollkriegen. Weil man einfach zwei, gut, drei quasi. Kann ich bestätigen, ja. Ja, also die Hunter und die Druiden sind die ersten, wo ihre Sets voll haben und Warlock finde ich auch immer noch. Warlocks ist ja auch immer gefühlt. Ja, Warlocks hat man da schon so 4, 5 manchmal im Raid. Ja, gut, auf Vorderseite, ja. Auf Ali-Seite ist auch. Ja. Ja. Also das spricht auf jeden Fall auch dann dafür, wenn man schon im Vorhinein weiß, dass man in der Gilde einen festen Platz hat. Mhm. Genau. Nee, stimmt schon. Das ist auf jeden Fall, das würde ich auch jetzt so von meiner Erinnerung her, die Hunter waren immer die ersten, die ihr Kackset voll hatten. Es war so bitter, ey. Dass es einfach wirklich nicht so viele Hunter gab, immer gefühlt. Bin ich mal gespannt, ob sich das wieder so, ja, echt auch wieder so kommen wird oder nicht. Ja. Und ja, wie gesagt, Leute, wenn ihr Fragen zum Hunter habt, ja, immer reinschreiben. Ich habe immer so ein Auge auf den Chat nebenbei auch noch. Und wenn die gerade zum Thema passen, dann nehme ich die auf jeden Fall auch noch dran. Willst du noch was erwähnen? Ja, im Endeffekt sollte man ja auch einfach was spielen, was einem Spaß macht. Das Spiel soll ja Spaß machen und nicht irgendwie eine schlechte Laune erzeugen. Auf jeden Fall. Genau. Also wie gesagt, würde ich mich auch nicht von abhalten lassen. Wenn man wirklich Bock auf den Hunter hat, dann ist eigentlich auch vollkommen egal, ob er irgendwie weniger Schaden im PvE macht oder so, sondern hat man halt Bock große auf den Vorteil, Hunter. Ein großer Vorteil beim Hunter ist einfach, dass das PvP, vor allem Open PvP und NBGs ist Hunter halt sehr stark. Sehr stark, wenn der Hunter weiß, was er macht. Ja. In jeder Stammgruppe, sei es Warsong, sei es Arati-Becken, ist der Hunter einfach. Also ein Hunter braucht man immer, ist Pflicht, um einfach die Info zu haben, wo die Gegner kommen. Also Hunter hat viele, viele Utilities fürs PvP, was ja, die einfach unverzichtbar sind. Genau, und da kommen wir dann später auch noch drauf. Genau. Nächste Frage wäre, Horde oder Allianz? Gibt es da große Unterschiede beim Hunter? Also ich habe jetzt die ganze Zeit Horde gespielt, aber jetzt auf dem Live-Server, wenn die nächste Woche angehen, werde ich einen Allianzler spielen. Liegt einfach daran, dass meine Gilde ja im letzten Moment einen Switch gemacht hat auf die Allianz-Seite. Echt? Ja, richtig so. Davor war eigentlich alles Horde geplant und eine Gilde sind eine ziemlich, also die Gilde ist PvP ausgerichtet und PvE ist einfach nur der Mittel zum Zweck. Mhm. Große Unterschiede, ich würd nicht sagen, also viele haben Vorteile. Die Horn-Ratio sind natürlich ziemlich krass, vor allem die vom Ork, aber auf der Allianz-Seite die Zwergen und die Nachtelfen können sich eigentlich auch nicht beklagen. Zwerg-Ratio ist sehr stark. Und Shadowmeld vom Nachtelf ist auch, also ich werde persönlich auch ein Nachtelf spielen, weil ich Shadowmeld einfach das krank, viel, ne, mit Todstellen und dann genau, man kann einfach ziemlich geile Aktionen abziehen. Ja, also auf Ali-Seite wirst du Nachtelf spielen und auf Horden-Seite hättest du wahrscheinlich Ork gespielt dann, ne? Ja. Okay, also sagst du, also würde ich jetzt auch intuitiv sagen, hat das eigentlich auf beiden Seiten. Also aus PvP-Sicht, aus PvP-Sicht auf jeden Fall auf der Horden-Seite Ork. Wenn man jetzt nur PvE vorhat zu machen, dann ist Troll rein, also wenn man dieses Min-Max in Betracht zieht, dann ist Troll eigentlich ein Tick besser. Tick besser im PvE, aber nicht so stark. Okay. Ja, nächste Frage wäre Rassenwahl gewesen. Also auf Rassen quasi im PvE würde man Horde-Seite Troll nehmen und im PvP Ork wahrscheinlich, ne? Ja, auf Allianz-Seite ist halt, ja, da kann man wirklich nehmen, was einem näher liegt vom Style. Da gibt es jetzt keine großen Unterschiede. Zwerg hat halt den Gun-Bonus. Das Problem ist, er kann das im Late-Game einfach gar nicht ausnutzen, weil ab Molten Core gibt es eigentlich keine richtig guten Guns mehr.
wo diese plus 5 auf ganz der Zwerg kann das einfach nicht ausspielen. Genauso selber ist beim Zwerg, beim Troll mit dem Bow-Skill plus 5. Hunter-Epic-Bogen aus der Quest. Ab denen gibt es dann eigentlich auch keine Bögen mehr, die relevant wären. Das sind dann alles nur noch Armbrüste. Ah, okay. Es ist einfach, eigentlich ist es nur, das kann man nur beim Leveln irgendwie ausspielen. Ja, deswegen auch viele Speed-Leveler, sei es jetzt Joanna oder andere, die spielen auf Speed-Leveling, spielen sie einen Troll, weil sie einfach dieses plus 5 Beast mitnehmen und die plus 5 auf Bow, damit sie halt einfach weniger missen beim Leveln. Und der Berserker beim Troll ist halt ziemlich nice. Das bringt dann einfach, wenn man das zündet, bringt das einfach ein Autoshot mehr. Ganz ja, ein Autoshot mehr raus. Okay. Beim Orc ist halt, die plus 5 Bad Damage ist halt auch nice, aber im Late Game, wie gesagt, weil das Bad halt 0 Bit skaliert, das ist dann minimal Damage Bonus. Und das hat dann nochmal dieses Blatt. Der AP-Skill. Namen Lunatic. Ja, das ist halt nur für Melee und das ist für Hunter halt, es steigert einfach nicht die Range Attack Power, sondern nur die Melee Attack Power. Und deswegen ist auch in Hunter sozusagen fast nutzlos, würde ich sagen. Okay. Wir haben gerade eine relativ spannende Frage, aber Purex, mit dem, hast du bestimmt auch mitbekommen, mit dem DR-Nerf, ne? Mit Scattershot und Trap? Ja. Ganz kurz aber, das behandeln wir, wenn wir über PvP sprechen. Okay, Purex, kannst du die Frage dann vielleicht nochmal aufheben? Dann würden wir die dann so in einer Viertelstunde, 20 Minuten ungefähr angehen, ja? Hier noch eine andere Frage von Dinkris. Rang 14 Schusswaffe oder Bogen, sind die nicht relevant? Oder kann man sagen, okay, wenn die Leute sich diese Dinger holen, dann macht auch wieder der Zwergen- oder der Troll-Racial Sinn? Also wenn man Blackwing Lair Zugriff hat, die Chromagus Armbrust, wenn man die hat, die ist besser wie die Rang 14 Waffen. Echt? Ich habe damals nur Rang 14 gemacht, einfach nur aus Style. Die Waffen habe ich da, ich habe zwar alle Waffen geholt, aber einfach nur fürs Bosen im Endeffekt. Aber nie benutzt, ernsthaft. Aber ist die Armbrust von Chromagus nur im PvE besser oder auch im PvP? PvP auch besser. Ehrlich? Die ist best in Slot bis Kel'Thuzad. Echt? Ja. Das ist ja voll RIP, ey. Richtig bitter. Also, ja. Handhaben, Weapon Progression ist eigentlich ziemlich, ziemlich leicht erklärt. Ab 50 macht man diesen aus Marauden, den Quest-Bow, den nimmt man mit. Da, wo es auch den Einhandschwert für den Schurken gibt. Oder für die Krieger, Trashbait heißt, glaube ich, ne? Mit dem levelt man auf 60 und später holt man sich eine blaue Armbrust, entweder aus Blackrock oder aus Stadtholm. Mit 3,3 okay. Speed hat es so eine blaue Armbrust, die ist best in Slot. Abgesehen von der vom Epic World Drop, von der Hand Cannon, glaube ich, heißt es. Was ist denn Agi oder so drauf, ne? Glaube ich. Nee, da ist keine Agi drauf. Da ist so ein Proc drauf von Fire Damage irgendwie. Sonst hat es keine Stats. Und danach ist der nächste Upgrade ist dann die Hunter Epic Quest. Und mit dem raidet man einfach weiter, bis man die Chromagus Armbrust kriegt. Und Akku 40 eigentlich komplett useless, was Waffen angeht für Hunter. Und der nächste Upgrade oder der finale Upgrade ist dann einfach die Nirup Expo vom Kel'Thuzad Endboss in Nax. Okay, hier wurde gerade noch angemerkt, wie in Akku 40 eine droppen würde, die eventuell ein bisschen besser wäre. Vor allem als Troll wegen der... Nee, beim Hunter ist halt sehr wichtig, dass man eine möglichst langsamere Waffe hat, sei es für PvP und für PvE, damit man einfach eine nahtlose Rotation fahren kann. Das ist halt beim Hunter so diese Eigenschaft, dass man die Autoshots, weil Autoshots ist einfach der Hauptdamage beim Hunter und sonst hat man nicht so viele Skills, die man usen kann. Das ist dann der Aimshot, der gecastet werden muss und dann der Multishot alle 10 Sekunden. Und
man klippt sozusagen oder man schießt die Spells zwischen den Autoshots ab. Deswegen benutzt man auch einen Add-on, Autoshot-Timer vom Hunter. Das ist also wie Weapon Swing, nur halt für Range. Okay. Ein sehr wichtiges Add-on für einen Hunter. Und einfach, dass man die visuelle Gewissheit hat, wann der Autoshot rausgegangen ist und wann kann ich jetzt einen Aimshot casten oder wann caste ich den Multishot, einfach den Autoshot nicht zu behindern. Das können wir ja dann auch nachher im PvE-Teil nochmal genauer besprechen. Genau. Okay. Ja, also da jetzt im Chat schreibt jemand auch die Normalisierung. Ja, vor der Normalisierung waren die langsamen Waffen sogar noch ziemlich krasser. Die wurden jetzt, glaube ich, alle auf 2.9er oder auf 3.0 normalisiert. Aber trotzdem, der größere Base-Damage ist stärker. Also durch die ganzen Aimshots und Multishots plus, einfach, dass man die Aimshots nicht klippt in die Autoshots, macht man mehr DPS overall. Okay. Das ist ja den Schurken genauso ergangen. Ne? Wir haben ja auch die Weapon Speed Normalization erhalten. Ja. Dadurch sind langsame Waffen auch nicht mehr so mega stark für Melees, genau. Nicht mal so mega stark, aber immer noch besser, ja. Es sei denn, deswegen nimmt man ja auch den Epic Quest Bow, weil er einfach von Haus aus einfach 10 DPS mehr hat. Obwohl er 2,9 Speed hat. Ja, also wenn die Unterschiede schon ziemlich krass sind in der DPS oder halt im Item-Level, dann lohnt sich natürlich schon eine langsamere Waffe. Okay. Chromagus Armbrust mit 3,4 Speed. Gut. Ich glaube, das ist ziemlich... Wir müssen nochmal ein Stück zurückrudern. Ja, ihr habt ja schon viele Fragen an der Stelle. Aber wir waren auch so ein bisschen eigentlich im Anfangsbereich. Wie levelt sich der Hunter? Ja? Was sollte man wissen bei der Levelphase? Ja, Hunter ist eigentlich so die einfachste zu levelnde Klasse mit dem Hexer zusammen. Und der Hunter ist ein Stück besser, ein Stück schneller, weil er einfach ab Level 20 den Run-Speed kriegt von 30% als Back of the Cheater und den man auch noch dann skillen kann um 6% und man ist mit dem Schamanen eigentlich die schnellste Klasse ab Level 20, die sich durch die Welt bewegen kann. Das hilft dem Hunter ungemein, plus das Pet tankt halt die ganzen Mobs und man kann ohne Downtime eigentlich oder nur mit sehr geringem Downtime einfach die Maps chainpullen und einfach da massig an XP sicher grinden, durchquesten, was auch immer, was man vorhat. Also ein Hunter ist ein ziemlich guter Grinder. Da beneide ich ihn auch ein bisschen drum. Wenn ich alleine hochleveln würde, dann, schon geil mit dem Hunter, glaube ich. Ja, man hat sozusagen seinen kleinen persönlichen Tank, der einfach die Bobs wegtankt und da der Range-Damage einfach ziemlich stark ist, weil, wie gesagt, keine Dodges, keine Parries, keine Glancing Blows, ist eigentlich immer Safe-Damage, sei denn man misst. Okay. Der da, moin moin, grüß dich. Nochmal guten Abend an alle, die gerade erst gekommen sind. Heute gibt es das kleine Hunter-Special hier. Ja, wir werden euch heute alle Fragen zum Hunter beantworten. Und sind gerade noch so ein bisschen in der Anfangsphase eigentlich. Welchen Spec sollte man zum Leveln verwenden? Also grundsätzlich kann man jeden Spec zum Leveln benutzen. Also ich habe damals mit Marksman gelevelt und es ging einwandfrei. Aber der optimalste Weg ist natürlich Beastmaster. Ja. Das Pet macht... Ja, grob gesagt, so 50% des Schadens und der Hunter hilft sozusagen mit den Autoshots ein bisschen. Ja. Und da das Pet halt dann die sowieso die Agro halten soll, soll es auch ein bisschen mehr Damage machen, damit man die Agro nicht klaut. Und ist einfach der effizienteste Weg zu leveln. Ist einfach Beastmaster, man haut direkt alle Punkte in Beastmaster rein. Ja. Ist der Ultimate. Und dann geht man auf Marksman. Genau, habe ich eigentlich auch so immer von allen gehört. Beast Mastery, zum Leveln. Welche Klassenquests sind wichtig für den Hunter? Gibt es irgendwelche, die man auf jeden Fall machen sollte auf dem Weg zu Level 10? Ja, Level 10, es gibt halt die Pet-Quest, wo man sein Pet kriegt, sozusagen. Von 1 bis 10 ist der Hunter so ein bisschen zäh,
weil ja, man muss halt ein bisschen kiten und man hat noch nicht die ganze Palette an seinen Kitefähigkeiten. Deswegen kann es vielleicht auch mal, also wer jetzt Klassik noch nie gespielt hat, ist halt ja irgendwie von Retail kommt. Hunter hat halt diese Dead Zone, wo er zwischen 5 und 8 Yards kein weder Melee noch Range Damage machen kann. Und man könnte meinen, was ist das für eine Klasse, die geht ja gar nicht voran. Aber später, wenn man das Bett kriegt, dann tut man halt richtig weh, dass die loslegen. Voll bitter, dann werden vielleicht einige so abgeschreckt, weißt du, hören dann auf und bekommen dann gar nicht mit, wie er abgeht ab Level 10, so eine Art, ne? Genau. Ja. Okay. Und dann, ja, dann gibt es eigentlich keine Quests mehr für den Hunter, es sei denn halt dann die Hunter Epic Quest, wo man bei dem vorletzten Boss in Molten Core ja, ein Blatt kriegt, was eine Quest startet, und dann beginnt halt die Hunter Epic Quest, wo man hier den Elite-Dämon töten muss, um seinen epischen Bogen dann zu kriegen, was, weil er ziemlich gut ist für die, ja, für die Zeit. Ja, können wir ja vielleicht nachher nochmal ein bisschen Ja. drauf eingehen, ne, über die Quest-Chain dann. Und die kann man dann quasi auch, sobald man das Item hat, auch beenden, theoretisch, ja? Bitte? Die Quest kann man dann auch im Grunde genommen in dem Abschnitt schon beenden, ja? Während Molten Core so eine Art. Ja, Also wenn man im. was, ja, wenn man bei einem vorletzten Boss das Blatt gekriegt hat aus der Kiste, dann kann man die Quest starten, ja. Und wenn man die Bosse tötet, kann man sie beenden, ja. Also in Phase 1 kann man die beenden. Und, ja? Ich gehe stark davon aus, ja. Okay. Ich gehe stark davon aus, weil ja, Molten Core gehört ja zu Phase 1. Deswegen müsste das Item auch dann da drin sein. Wenn Sie den 1.12er ja, Referenz-Client benutzen, was Sie ja immer sagen, gehe stark davon aus. Okay, hier gerade noch eine interessante Frage. Sollte man zum Leveln eine Katze nehmen oder den Bär? Oder was Einfach völlig das, was anderes? am meisten Damage macht. Ja, die Katzen haben halt einen Modifier, dass sie 10% mehr Damage machen. Und ja, man geht sozusagen nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, eine Katze. Eine Katze ist so der meiste Choice von vielen Leuten, auch von Speedlevelern. Ich persönlich werde aber eine Eule nehmen, weil ich dann die auf Screech skille, dass sie diesen Schrei hat. Das Schrei heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Das reduziert ein bisschen die Attack Power von den Mobs. Okay. Ja. Eine Eule, Dann ja. eine Eule oder eine Katze. Eine Katze wird in den meisten Fällen genommen, weil die einfach den höchsten Schaden macht und weil sie beides lernen kann, Biss und Kralle. Also ist Eule jetzt hier ein kleiner Geheimtipp oder wie? Eule macht, ja, glaube, ja, die macht 10% weniger Damage, dafür hat sie aber ein bisschen mehr Armor und die kann halt Screech lernen. Und später dann auch so ab Level 30 gibt es Dive, also das ist dann der Pendant bei den Katzen, Sprint sozusagen. Okay. Das erhöht dann nochmal ein bisschen den Level Speed. Also viele Speed-Leveler benutzen eine Katze. Katze, okay. Weil einfach, um man schneller die Mobs tötet, umso weniger nimmt das Pet auch Schaden, umso weniger muss man das Pet dann recken lassen. Und ja, ist Okay. einfach am effizientesten. Und über die besonderen Pets können wir ja uns danach auch noch nachher noch unterhalten. Also wir haben einige Themen, die wir nachher noch dran nehmen werden, ja. Also beim Hunter, also der Hunter ist, glaube ich, generell nicht so umfangreich von dem, was man machen kann, aber hat schon sehr viele Besonderheiten dann wiederum auch, ne, wenn es so ins Detail geht, was die Pets angeht und so weiter. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem PvP an. Ja, das ist ja auch viel Erfahrung. PvP Purex, genau. Ja, angenommen, wir haben Level 60 erreicht und wollen PvP machen. Ich glaube, du hast da auch einen Spec vorbereitet, ne? Ja. PvP-Spec, genau, schick mir den gerne mal. Dann mache ich den hier direkt mal auf an der Stelle. So, schickst du mir den im Teamspeak vielleicht einfach? Genau, machen wir es so. Disconnected. Okay, und Teamspeak geschlossen. RIP. So. Connected. Moment. Izuya, gerne mal bitte wieder moven. Wo war ich denn hier Channel drin? switched, Shit. channel switched. Wo war er denn? Eieiei. RIP.
Fuck, in welchem Channel war ich denn? Oh nein. Warte mal, ich frage ihn gerade mal. Channel switched. Ich weiß nicht, in welchem Kanal wir waren. Channel switched. Insufficient permissions. Channel switched. Ja. Eieiei. Oh, Leute. RIP, ey. Ein Moment. Kann ich dann später wieder alles cutten hier, ne? GG, ey. So, die Talente haben wir schon mal am Start hier. Steffi's Channel. Insufficient permissions. Da kann ich aber leider nicht reinjoinen. Isuya, bist du noch am Start? Channel switched. Moment, Leute. Er muss mal moven. Oh, über die Pannen beim Hunter, Leute. Okay, hörst du mich? Ah, du bist hier gemutet, ne? Scheiße, du bist hier gemutet, ne? Warte mal, vielleicht mal kann ich erst moven. Jetzt geht's wieder, oder? Müsste, ja. Oh mein Gott, ey. Ja, Isuya ist gerade nicht am Start. Okay, gut. Okay, danke dir für den Link. Ich habe auch so den Teamspeak zugemacht, ey. Oh Mann. Okay. Genau, also dann würde ich sagen, ja, stell einfach mal den Bild hier vor. Das ist quasi der klassische PvP-Bild, ne? Nein, das muss nicht sagen, das klassische PvP-Bild. Hunter kann man auf verschiedene Weisen spielen. Man kann den Marksman auf PvP skillen oder in Survival. Was an dem Spec halt besonders ist, das ist eher gegen, ja, so ein Anti-Melee-Spec gegen Rogues und Warrior. Und ja, bietet einfach einige Utilities fürs PvP. Man opfert ein bisschen Damage im Tausch gegen Verteidigung. Ja, wie man halt sieht, man nimmt Deflection 5% mit. Somit hat man mit den. Genau, wir können ja einfach mal die wichtigsten Talente vielleicht. Genau. Also im Marksman-Tree nimmt man eigentlich immer Aimshot mit. Das ist eigentlich egal, welchem, was man hier vorhat, im Marksman-Tree. Das ist einfach der Key-Talent, ja, Aimshot. Und die ganz rechts dann die drei Punkte in Max-Range. Okay. Ja, und die ersten 5 Punkte setzt man in den Concussive-Shots dann. 20% Chance. Warte mal einen Moment, wir haben gerade den Sub-Alert reinbekommen. Daniel, danke dir für den Sub. Danke dir und guten Abend an dich. Moin, moin. Okay, sorry nochmal. Ja, einen Improved Concussive Shot. 20% auf 30 Sekunden dann. Ein sehr, sehr guter, sehr guter Proc, wenn der kommt. Ja. Und dann die 5 Crit. Obligatorisch. 5 Crit ist, also Crit beim Hunter ist ein sehr, sehr wichtiger Stat. Ja, wie auch bei jeder anderen Klasse. Die Besonderheit beim Hunter, er kriegt halt durch Agility Crit. Er braucht aber davon richtig, richtig viel. Also braucht 53 AG braucht dafür einen Crit. Also zu viel braucht keine Klasse. Also ich glaube, beim Rogue ist irgendwas mit 31, irgendwas so. Für ein Crit und beim Warrior, glaube ich, irgendwas mit 21, 22 AG für ein Crit. Und beim Hunter ist halt Channel edited. Ah, okay. Deswegen ist, also Crit-Gear, also ein Crit auf Gear ist für den Hunter einfach um einiges mehr wert, wie jetzt zum Beispiel für einen Schurken oder für einen Krieger, weil er kriegt sie auch so irgendwie ziemlich easy zusammen durch die Stats. Okay. Und dann geht man weiter im Survival-Baum hier, ne? Ja, man nimmt halt den Bonus-Damage noch nach den Crits in Marksman-Tree.
Ach hier, ja. Die 30% müssten es sein. Also Bonus, deswegen critten die Hunter auch ja, recht stark. Ah, das ist eine crit-lastige Klasse, kann sehr viel Burst erzeugen. Ja, ja, das kennt man, wenn man in einer Falle drin hockt, ne, und dann kommt der Aim-Shot an, kann dann später schon mal so für 2k oder so critten, ne? Genau. Also man macht Aim-Shot, dazwischen kommt dann ein Auto-Shot und direkt danach macht man einen Multishot und wenn da irgendwas crittet, am besten alles, dann ist ein Stoffi eigentlich eigentlich ziemlich entweder tot, wenn er schlechtes Gear hat oder auf 40% droppt er. Ah, okay. Wenn beide quasi das gleiche Gear anhaben vom Item-Level. Ja. Und sehr wichtig ist halt einfach der Scattershot, der ist dem PvP einfach unverzichtbar. Ja, den nimmt man immer mit. Egal, was man spielt. Ja. Also das könnt ihr nochmal erklären, was macht der Scattershot genau? Ja, Scattershot ist, die Besonderheit am Scattershot ist einfach, dass er im Nahkampf auch benutzt werden kann. Er ist einfach der einzigste Schuss beim Hunter, den er in der Deadzone quasi usen kann. Hat einen relativ geringen Cooldown. Wie lange? Und wie lange ist der Cooldown davon? 30. Okay. 30 müsste sein. Ja. Und ja, der wird einfach gebraucht, um dann einfach die Falle richtig zu setzen mit Faking Death in Verbindung, weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass man wieder in Combat geholt wird, weil die Fallen kann man ja nur in Combat, out of Combat legen. Und deswegen benutzt man Faking Death, um die Besonderheit beim Faking Death, man verlässt den Combat-Modus. Und verschwindet vom Target sozusagen beim Gegner. Wenn einem Target hat, man take and death, man verschwindet vom Target, man ist out of combat, kann die Falle liegen. Und der Scattershot ist einfach dazu da, um das Target zu fixieren. Dass auch dann nicht irgendwie die Chance hat, aus der Treppe rauszulaufen. Und das ist auch das, was zurzeit auch viele Hunter ärgert, weil Blizzard durch den Referenzclient 1.12 haben sie beschlossen, das auch reinzubringen, so wie es auch damals war, dass die Diminishing Returns auf die Traps und Scatter, dass sie connecten sozusagen. Ja, vielleicht ist hier an der Stelle dann nochmal die Frage von Purex vorhin, der gefragt hatte, wie stark behindert jetzt dieser DR-Nerf quasi den Hunter? Also kannst du nochmal die Problematik erklären irgendwie? Wie bitte? Also, hast du es mitbekommen, dass auf Privatservern das irgendwie buggy war? Man da ich weiß nicht genau, also diesen Scatter und die Falle, also im Combat, machen konnte, dann irgendwie die komplette Duration hatte und irgendwie jetzt gibt es einen DR-Nerf oder so. Also, es war eigentlich nicht so wie auf den Privatservern. Weißt du, was ich meine? Ja, auf den meisten Privatservern gab es keinen, also haben die zusammen nicht DR'd. Also, die Scatter und Trap, die waren auf den getrennten DRs. Ah, okay. Das Problem ist auch, dass auch der Rocket Helm auch da auf diese DRs draufgepackt ist. Deshalb ärgert halt auch nochmal doppelt, weil eigentlich Ninja-Icon auf demselben DR zu packen auf Hunter Spells. Das gibt's, also sonst DR das bei keinen anderen Klassen. Also die Magier, die Sheep oder 4 bei den Hexern oder Blind vom Rogue DR nicht mit dem Rocket Helm. Ah, okay. Das ist wirklich der Shared in DR beim Hunter, ja? Ja. Ist ja krass. Also wenn man und Shanks, danke für deinen Sub, danke dir, vielen Dank. Wenn man Rocket Helm benutzt und dann noch jemand noch im Nachhinein scattert und dann hält die Trap nur noch, wie viel sind es dann, ein Drittel, ja? Nur ein paar Sekunden. Ja, bitter, ey. Ist ja voll gemein. Und das wird jetzt auch auf Classic so sein dann, ja? Ja, laut den gängigen Infos ist es so, ja. Blizzard hat bestätigt, dass das kein Bug ist oder so, dass die das auch so reinbringen, wie es auch damals zu Classic war. Das Problem ist, es war halt wirklich damals so und im 1.12er Patch, aber davor war es nicht so und auch später wurde es auch wieder zurückgenommen. Also in Burning Crusade war das wieder gefixt sozusagen. Okay. Und ist die Granate auch auf dem gleichen DR? Nee, Granate. Moin, nicht. Demon, grüß dich. Zum Glück nicht. Ja, zum Glück nicht. RIP, ey, ja.
Ja gut, dann gehen wir vielleicht nochmal die Survival-Talente durch, wa? Ja, genau. Also da es eher ein Anti-Melee-Spec ist, nimmt man die Deflection mit. Ist auch später sehr wichtig, dass man die 5% da drin hat. Dann geht man weiter runter mit den 5 Punkten in Imp Wingclip. Mhm. Also man wird als Hunter nicht vermeiden können, im Nahkampf sich wehren zu müssen. Also, angecharte Warrior oder irgendwie Rogues War auf ein Open. Da ist einfach Wingclip einfach ziemlich stark, weil man das kann man spammen. Kostet nicht so viel Mana, vor allem wenn man downrankt, hat man 20% die Chance, jemanden für 50 Sekunden, ja. Und das gibt einen ein bisschen sozusagen Freiraum, um ein bisschen wegzurennen, um wieder auf Entfernung zu kommen. So, daneben sind dann die 2 Punkte. Das ist ein richtig, richtig starker Talent, wird oft unterschätzt, die 2 Punkte. Savage Strikes. Ja. Eins drüber, ja. Genau, Savage Strike 20%. Also für 20 Crit für 2 Punkte ist ein ziemlich starker Talent. Also Hunter hat ja den Raptor Strike, was sozusagen macht wie der Heroic Strike beim Krieger, quasi auf den nächsten Autoswing ein Bonus Damage. Und der macht mit einer Zweihandwaffe ziemlich guten Schaden. Also ich habe damals in Classic, weiß ich noch, mit einer Rang 14 Waffe macht man damit an Kriegern, also sozusagen Platte wohlgemerkt, 800 Damage, 800, 900 Damage bettet man. Ja. Gibt ja sogar irgendwie auch diesen komischen Meme Hunter Melee Spec irgendwie, ne? Der gar nicht so schlecht ist, ne? Glaub, ja, es ist. Hab ich schon mal was gesehen? Ja, es ist, also viele sagen, es ist ein Meme, aber ein Hunter mit dem richtigen Gear ist es kein Meme, das ist serious. Also ich habe damals wirklich Rang 14 Schurken, Rang 14 Warrior im Nahkampf. Also nur im puren Nahkampf getötet. Die konnten einfach nichts gegen machen, weil wenn man später jetzt im Tree noch weiter runter geht, wird man auch sehen, wieso. Also doch Thunder Fury an den Hunter, Leute. Nee, das nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Das nicht. Muss schon 2 Handwaffe sein. Ah, okay. Na gut, deswegen ist Ashkandi macht ja dann auch Sinn wahrscheinlich, ne? Ashkandi ist ja auch, glaube ich, auch relativ stark generell für einen Hunter, ne? Auch sehr beliebt, ne? Ja, wenn alle Warrior das auf jeden Fall haben, die das haben wollten und die wirklich keiner mehr braucht, dann ist für einen Hunter auf jeden Fall auch fürs PvP eine ziemlich gute Sache, ja. Okay. Schurken Special gab's noch nicht, nee. Das werde ich dann vielleicht übermorgen machen. Ja, mal gucken, genau. Genau, nee, gerade sind wir im Hunter Special, Leute. Ja, wir werden euch hier heute versuchen, alle Fragen zum Hunter zu beantworten. Und wir sind gerade mitten in der Vorstellung vom PvP-Build. Ja, wenn ihr Level 60 erreicht habt. Genau, wie geht's denn dann weiter hier? Deterrence. Unter Wingclip. Ja. Ja, ist ein 5-Minuten-CD, ein Death-Cooldown, was halt die Dodge und Parry-Chance um 25% erhöht. Wenn man den zieht, ist man eigentlich quasi unantastbar für Nahkampfangriffe. Also man hat 25 Parry und Dodge, das heißt, ja, kann man sagen, fast 50% plus die, was man als Base hat. Ja. 10% Parry, weil wir haben ja oben 5 geskillt und 5 haben wir based, also 5 Parry haben wir schon based. Plus durch die hohen AG-Werte hat der Hunter und den Aspekt, wenn er den dazu schaltet, hat er auch 20, jetzt um die 20% Dodge. Ja, der Hunter sind dann gefühlt halbe Raid-Bosse, wenn wir es anmachen irgendwie, ne? Ja. Einfach keinen Schaden, ja. Und das scaled dann halt einfach, wenn man weiter runter geht. Nach Deterrence schaltet ja dann Counter-Attack frei, wenn du runtergehst. Ah, okay. Counter-Attack. Also jedes Mal, wenn man parryt, aktiviert sich sozusagen Counter-Attack, was eigentlich dasselbe macht, was auch der Imp-Winklet macht. Also einen für 5 Sekunden Zu booten sozusagen. Und das kann nicht gedodged und geparryt werden. Mhm. Deswegen ist wichtig, dass man
ja, die fünf Parry von ganz oben einfach mitnimmt, um einfach ja, einen Counter-Attack zu pushen. Das, ja, das verstehe ich. Und das blockt wirklich. Also vor allem, wenn, ja, Rogue auf einen draufhaut mit den Dolchen, der ist ja sehr schnell am Zuschlagen. Irgendeiner Attack parryt man immer und dann steht der Schurke da. Kloppt er sich quasi selber tot ein Stück weit, ne? Und er wird auch dann direkt noch immobilisiert, ne? Genau. Ja, hört sich schon nicht schlecht an fürs PvP. So, und dann links, ja, Survival, Survivalist kann man, also HP ist immer gut, ja, für PvP, klar. Ja. Ist sozusagen auch der Mainstat, auch für anderen Klassen. HP ist, ja, über alles. Grob gesagt. Und links davon ist verbesserte Fallen. Das Talent wird sogar jetzt noch eigentlich noch wichtiger durch die ganzen DR-Timer sozusagen. Wenn man das killt, hat man sozusagen dann die Trap auf 13 Sekunden. Selbst wenn man scattert und dann trappt. Somit hält die Trap 30 Sekunden länger als normal. Und es gibt nochmal an dem Hunter ein bisschen Freiraum. Ja, okay. So, und dann weiter runter geht. Ich glaube, sicherer Stand heißt es auf Deutsch, die drei Punkte. Ist ein sehr gutes Talent, auch im PvE. Oh, ja. Ja, die 15% Immun, also oder Resist gegen Slow-Effekte ist ein ganz nice für PvP. Aber auch gut, ja, die drei Hit. Ne? Für, ja. Die drei Hit für Hunter, wie gesagt, ist der wichtigste Stat bis zum Cap. Ja, Hit ist, ja, wie auch für die Melee-Klassen stärker. Also das stärkste Stat, bis man ja das Hitcap erreicht. Mhm. Und dann erst kommt Crit und Agi und was auch immer. Mhm. Okay. Links daneben setzt man einen Punkt in die, wie heißt das nochmal? Trap Mastery, ja. Mhm. Einfach, ja, die Traps sind einfach, ja, am Hunter im PvP essentiell. Mhm. Entscheiden, ja, über Tod oder Leben, wenn die Trap resistet wird, ist halt ziemlich schlecht. Man hat dann sonst nicht so viel Möglichkeiten, wieder wegzukommen, sei man just irgendwelche Indie-Sachen, ja, oder irgendwas, aber so von den Base-Hunter-Abilities ist einfach die Trap wichtig. Ja, und dann nimmt man die drei Crit mit, ist halt natürlich, ja, easy Crit sozusagen für drei Punkte, drei Crit. Muss man automatisch mitnehmen, wenn man da runter will. Sehr, sehr guter. Also ich finde das sehr, sehr, sehr nice. Auch später im PvE wird dieser Spec sozusagen, also fast so, nur ein bisschen abgewandelte Form. Man nimmt das Parry dann irgendwie raus und nimmt dafür dann die Damage-Talente. Ist auch im Endgame PvE dann so der beste Spec. Aber erst wirklich mit Nux-Gear. Wegen dem Lightning-Reflex hier, ne? Ja, genau. Wenn man Lightning-Reflex, ja, dann man generiert einfach so viel Agility am Ende, dass man einfach durch die 15% Bonus Agility mehr Attack Power generiert, wie wenn man jetzt Marksman skillen würde mit der Two-Shot Aura. Also man selber als Hunter macht auf jeden Fall mehr Damage. Man muss aber dann in Relation sehen, die Aura, die bufft ja auch dann die Gruppe, in der man dann drin ist. Ja, und das heißt, denen fehlen halt dann diese 125 oder 150 Attack Power, was dann die Two-Shot Aura auf den höchsten Rang gibt. Man muss halt aufwiegen, okay, dann. Aber rein für den Hunter gesehen ist dann mit Nux-Gear und mit den ganzen Raid-Buffs auf Allianz-Seite sogar noch ein bisschen stärker, weil da ja noch der King-Buffs dazu kommt, noch was nochmal 10% auf alles. Ja, Kings gibt noch, ne? Ja, stimmt. Ja, da wird's, also vor allem die Allianz, die kann, also Allianz-Hunter können da richtig starke Magiewerte erreichen. Na, geil, okay. Und bitte, dass man hier den Wyverns-Ding nicht erreicht, oder ist es nicht so relevant? Wyverns-Ding kann man nehmen, dann muss man aber den Scattershot opfern dafür. Ja, weil man kann jetzt den Scattershot rausnehmen und dafür den Wyverns-Ding reinnehmen. Scattershot ist wahrscheinlich aber stärker. Ne? Also Scattershot, ja, der ist einfach stärker, situationsbedingt einfach stärker. Den kannst du usen zum Cast abbrechen, zum ja, wie gesagt, fixieren für die Trap. Und der Wyverns-Ding hat einfach einen hohen CD und kann auch nur out of combat benutzt werden.
Ah, echt? Oh, okay. Der Vorteil vom Vibrance-Ding ist einfach, dass er quasi auf Max-Range geschossen werden kann. Also sozusagen 41 Meter ja, Shot, der einfach CC. Ist ein Sleep, ist ein Gift, ist ein Sleep. Also das heißt, die Undeads können mit ihrer Rachel da raus, die Zwerge können mit ihrer ja, mit Stoneform können sie raus, auch weil es halt auch Gift ist. Kann auch so gedispelt werden, deswegen ist ja, und das größte Manko ist einfach, dass es ein Out of Combat benutzt werden, also nur Out of Combat benutzt werden kann. Ja. Hier gerade noch die Frage, warum, wieso hat Ali Hunter mehr Beweglichkeit als Horden Hunter? Wegen der Paladin-Buff-Geschichte war das, ne? Ja. Wegen einfach der Könige. Durch die Blessing of Kings, was halt auf alle Stats nochmal 10% gibt. Das hat halt die Horde nicht. Die müssen halt in einer Schamanengruppe drin sein, wo das Agitotum stellen. Und ja, da ist aber, ja, Windfuhrer. Ich glaube, Windfuhrer ist shared. Also man kann nicht Windfuhrer und das Agitotum gleichzeitig stehen haben, es sei denn, man tut Totem switchen. Also Totem Twisting, glaube ich, genau. Ja. Genau. Das ist aber halt wiederum dann so eine Schamanensache. Machen die das, machen die das nicht. Und ja, Blessing of Kings ist halt Raid. Du kannst auch in der Caster-Gruppe drin sein und du hast einfach den. Das werden wir dann im Schamanen-Video besprechen. Ja. Ja, okay. Ja, krass, aber es ist so voll, also wäre natürlich geil, wenn man beide Sachen mitnehmen könnte, den Scatter und den Wyvern-Sting, ne? Ja. Aber ist es so eine Geschichte, wo man so richtig traurig drüber ist als Hunter in Vanilla, oder ist es nicht so ein krasser Unterschied, wenn man es hätte? Ja, ist natürlich ärgerlich, klar. Man würde gerne natürlich alle Spells irgendwie haben, aber man muss sich halt einfach entscheiden und Prioritäten setzen und da ist Scattershot einfach, einfach besser overall. Stationsbedingt auch einfach, kann man damit viel mehr anfangen. Also geht ja auch vielen Klassen so, ne? Der Warlock jetzt zum Beispiel auch, ja, auch ein Punkt von Sith and Life, Soulink weg, ne? Also, ja. Wenn sie das, schon hätten, dann aber gute Nacht mit PvP beim Warlock, ey. Ja, wie gesagt, bei dem Spec opfert man halt ein bisschen Damage. vor allem am Anfang wird man mit dem Spec weniger Damage machen, als wenn man jetzt Marksman PvP skillen würde. Weil man einfach nicht diese hohen AG-Werte noch hat, um damit dann voll zu profitieren. Ja, das heißt, man nimmt dann einfach Light and Reflex raus, die ganzen Crit raus. Also man skillt praktisch bis zu den 3 Hit. Sicherer Stand, bis zum sicheren Stand skillt man dort und den Rest nimmt man dann einfach in Marksman-Baum und skillt da die 3% in Barrage. Punkte in Barrage, um die 15% mehr. Sind es 15 oder sind es 30? Ich glaube, nee, sind 15 Bonus-Damage auf Multishot zu kriegen und dann 5% 5 Punkte in Max. Ja, genau, eins drunter. Genau, Range-Weapon-Spezialisation für 5 Punkte kriegt man einfach 5% mehr Range-Damage, also flat sozusagen, und dann die Two-Shot-Aura, wovon dann natürlich auch dann die Gruppenmember profitieren. Aber den Spec hier, so wie er jetzt gerade ist, würdest du auf jeden Fall fürs PvP empfehlen, ne? Auch ja, also so wie er dich spielen und das ist, wie gesagt, situationsbedingt. Hunter kann man kann so spielen, man kann den voll auf Range Damage auslegen, dafür aber struggelt man ein bisschen mehr gegen Rogues und Warrior. Ja. Also vom Feeling her würde ich, glaube ich, auch so spielen. Würde ich auch, glaube ich, ja. Ja, weil einfach Counter-Attack ist einfach viel zu mächtig. Also viel zu mächtig. Um das da einfach zu droppen, sozusagen. Counter-Attack ist einfach viel zu mächtig und die 3 Crits sind auch nicht verkehrt. Und dieser Baum würde man auch so spielen, egal ob man schlechtes Gear oder gutes Gear hat. Das ist dann irrelevant, ja. Ja, also man opfert ja grundsätzlich, also ein toter Hunter ist halt einfach, ja, macht kein Damage. Kann man so festhalten wie bei anderen Klassen auch. Deswegen ist das Überleben im PvP viel wichtiger als die. Lass es irgendwie 10% mehr Damage sein, irgendwie, was man da im Marksman mehr machen mag. Ja. Plus die Fallen sind natürlich halt auch sehr wichtig. Ja. In BGs, also in organisierten BG-Gruppen, da nimmt man halt die 5 Punkte aus im Winkel raus.
Und man setzt sie in die Improved Fallen, wenn du mal mit der Maus drüber gehst. Ich weiß jetzt nicht, wie es da heißt. Entrapment oder wie? Ja, genau, Entrapment. Damit macht man mit der Slow-Falle, die tut man pro Tick, hat sie eine Chance von, ich glaube, 25%. 25, ja. Ja, die dann zu routen. Also die Slow-Falle, ja. man setzt da nicht die Einfrierfalle sozusagen, sondern die Slow-Falle. Ah, okay, ja. In Warzone ganz, also in Warzone ziemlich gut, um eigentlich. Dann werden alle eingewurzelt, dann, ne? Oder? Ja, nicht alle, aber alle, die sich drin aufhalten, sind erstmal geslowt, was an sich schon mal ziemlich gut ist. Und halt die Chance, einfach dann auch da am Platz festgelootet zu werden. Ah, da sind dann aber solche Nuancen, wo man dann noch anpassen kann. Wo man dann immer gucken muss, so vielleicht, dass auch dann nur ein Hunter das macht oder wie auch immer, ne? Ja, cool. Ja, also das ist dann für Mass-PvP, also ist nicht dann so für Duelle oder irgendwie Open-PvP, sondern eher so für richtige, für Mass-PvP. Ja. Im Alteraktal kann das ziemlich, ziemlich nerven, wenn einen einfach ein Hunter so eine Trap auf der Brücke legt und blockiert sozusagen den ganzen Weg für 40 Mann. Das ist auch nicht limitiert von den Targets her, ja? Das kann wirklich alle 40 treffen, ja? Okay, Leute, wisst ihr Bescheid, wenn ihr PvP machen wollt, ja, gönnt euch den Bild hier, ja. Ich muss sagen, ich habe gerade ein bisschen Bock auf einen Hunter so als Twink bekommen, ja, mal gucken. So Nachtelf, Hunter hätte ich auch Bock drauf, ey, mal gucken. Wir hatten noch gerade die Frage hier, braucht man Riven's Ding nicht bei dem einen Boss bei der Hunter-Bogen-Quest? Nee, also, nein. Also ich habe die Quest damals in Classic, ich habe auch mit dem Spec gemacht und mehrmals, also für mich und dann für andere Hunter aus den anderen Gilden, die es irgendwie nicht geschafft haben, nie gebraucht. Also zwei Bosse aus der Hunter Epic Quest sind eigentlich easygoing und einer ist eigentlich wirklich, ich würde nicht sagen schwer, der ist eher so ein bisschen lucky, denn der Boss in Silithus, der viert. Und der ist einfach auch so ein bisschen Glückssache, dass wenn man gefiert wird und da hat dann so kleine, da spawnt dann so kleine Käfer und wenn man in die reinläuft, explodieren die halt. Also die machen viel Damage sozusagen. Der ist einfach ein bisschen lucky. Man muss sich da auch ein bisschen darauf vorbereiten mit Bots und Shadow Resi und alles mögliche. Aber das können wir dann später. Genau, können wir später nochmal die Quest eingehen, wenn es einmal drüber ist. Genau, einmal so allgemein einmal drüber. Genau, ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Gibt es irgendwelche besonderen PvP-Items, die man sich dann so in den Dungeons oder auch irgendwie im Early Level 60er Endgame holen sollte, auf jeden Fall, fürs PvP? Irgendwelche Trinkets oder irgendwelche Sachen, die wichtig wären? Also grundsätzlich kann man sagen, das Tier-1-Set, was man aus Moltenkorb kriegt, ist sehr, sehr gut geeignet fürs PvP. Die Stats sind gut und vor allem der 6er Set-Bonus, glaube ich. Ja. Was noch einen 15% Bonus-Damage gibt auf Multishot. Ziemlich stark, ziemlich stark. Aber auch das PvP-Set, also angefangen vom blauen PvP-Set und später auch das Rang 12, Rang 13-Set, ist ziemlich stark für den Hunter. Was sind die Set-Boni beim PvP-Set? Weißt du es zufällig? Beim blauen? Ja, also auf Apanchu gibt es, glaube ich, plus 4 Bonus-Damage für Multishot. Also da kann man halt wirklich richtig schöne Multishot-Crits erreichen, wenn man das T1-Set voll hat. Was einen 15% mehr Damage gibt und halt die 15% noch im Marksman Tree Skill kurz vor der Two-Shot-Aura. Okay. Und dann macht man sozusagen 30% mehr Damage mit Multishot, man kann sozusagen wie der Bersi. Und auf den Schuhen, was da drauf? Auf den Schuhen, da ist nichts drauf. Nur auf den Handschuhen, auf dem PvP, der Hand hat auf den Handschuh plus 4 Multishot Add Damage. Ah, okay. Und das Set-Boni sind, ich glaube, 20 Agi, 20 Ausdauer und eine Sekunde weniger auf den Concussive Shot, was halt der Range Slow vom Hunter ist. Ah, okay. Das 10 Sekunden Cooldown halt, das glaube ich, 10 Sekunden Cooldown based und ja, dann hat man halt 9 mit dem Set-Bonus. Okay. Und irgendwelche Trinkets oder irgendwelche Waffen, die man sich auf jeden Fall holen sollte am Anfang fürs PvP? Gibt es da irgendwelche oder nichts?
Besonderes eigentlich? Ja, also eine möglichst langsame Waffe. Also für PvP ist eigentlich um langsamer die Waffe, umso besser. Weil man einfach nicht die Zeit haben wird, irgendwie einfach stumpf an einem Fleck zu stehen und Damage machen zu können. Also wird man als Hand dann nicht machen können. Das Kiten ist sehr wichtig. Ja, das Kiten muss einfach gelernt sein im PvP, um als Hand Erfolg zu haben. Das heißt, man rennt, bleibt gut stehen, schießt und in der Zeit, wo der Autoshot sozusagen reloadet, bewegt man sich weiter. Ah, okay. Gut. Welche Berufe nimmt man im PvP mit dem Jäger? Ja, ich glaube, der Hauptberuf, wie auch bei anderen PvP, also bei den Klassen, die im PvP irgendwie Erfolg haben wollen, ist einfach, ja, Engie ist natürlich, ja, immer. Steht auf die Art. Immer, ja. Also egal bei welcher Klasse eigentlich. Man kommt einfach nicht drum herum. Mit den Stun-Nades und 160% gut gespielt. Moment, wir bekommen gerade eine Grenzen hinausgegangen. Meine Fresse! Donation rein an der für Stelle. Für die neue Sitzgelegenheit und weil ich halb bin. Futurimann. Danke dir, Daniel. vielen Dank. Ja, danke dir für die 5 Euro. Gönjamin. Was spielst du eigentlich, Daniel? Bist du dir schon sicher, oder? Und Demon, bist du noch am Start gerade? Demon hört, glaube ich, auch gerade zu, übrigens, Daniel. Auch geil, ja. Demon, ich hoffe, es ist okay, dass ich eine legendäre Aufnahme da verwende, ja. Shoutout an Demon, ja. Rang 1 Schurke. Ja, sorry, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen. Also gerne noch mal kurz, also Engie ist, denke ich mal, halt so der, ja, die Standardantwort. Und was würdest du in einem zweiten Beruf empfehlen? Wibbit als zweiter Beruf? Ja. Also ich werde Bergbau skillen, einfach weil sich's, weil man sich dann selber die Munition basteln kann, die beste Munition sozusagen für den Hunter. Ach stimmt, ja. Um einfach ja, auf Max, den Max Damage rauszukriegen. Ist aber ja etwas kostspielig. Deswegen halt macht man sich selber, später wenn Altarg raus ist, kann man sich auch die Frostpfeile aus dem beim Altarg Vendor kaufen, die minimal schlechter sind, aber die halt einfach zu kaufen. Aber man kann doch diese besten Geschosse kann man doch immer kaufen, oder? Oder kann man die sich nur selber herstellen? Ja, die craftet man. Man craftet die Thorium-Kugeln quasi und dann tauscht man sie beim NPC in den Hauptstädten. Ich glaube, in Ironforge und in Orgrimmar gibt es einen. Dann tauscht man sie gegen Pfeile. Wenn man Pfeile braucht. Okay. Aber dafür braucht man auf jeden Fall Bergbau, oder wie? Engie. Man macht sich die Pfeile, also man kann sie auch so aus dem Aktionshaus kaufen, von anderen Engie sozusagen. Ja, das meinte ich jetzt also. Ja, nee, Engie macht sie. Die Kugeln, was man halt zu Pfeilen tauschen kann. Aber man muss nicht Engie sein, um sie zu verwenden, ne? Nein, das nicht. Okay. Also deine Kombi wäre dann einfach Engie-Bergbau, ja? Engie-Bergbau. Für den Classic habe ich dann, als ich dann genug Gold hatte, habe ich Bergbau gedroppt und dafür, Disenchanting gelernt, um dann in den Instanzen einfach die ganzen Sachen zu disenchanten, weil Hunter kann man ziemlich gut, ja, Gold farmen in Instanzen, Diamaul zum Beispiel, Diamaul Tributruns. Das wird ja auch eine spannende Frage sein, ob Hunter die Solo machen können, ne? Was ist also deine Vermutung? Hast du schon drüber nachgedacht? Weil Ich denke mal, das wird möglich sein, ja. Das Problem, was die Private-Server hatten, dass da die Pickrate einfach nicht so hoch war, dass die Server einfach ein bisschen langsamer liefen. Deswegen ging dort auch das Front-Stabbing zum Beispiel als Rogue, wird ja wahrscheinlich eher geläufiger sein, und die Druiden, das Front-Stabbing. Ach ja. Ja, das ist ja auf den Live-Server wird das nicht möglich sein. Zumindest wurde es getestet jetzt beim Stresstest und klappt nicht. Aber ich meine jetzt, also der Tribute One
Dass man den alleine machen kann mit dem Hunter, ist ja auch das Problem gewesen. Das wurde ja auf den Privatservern dann auch mehr oder weniger unmöglich gemacht, weil man einfach gemerkt hat, die Hunter haben da einfach viel zu viel Gold mitgemacht. Ne? Ja, man hat den Huntern unterstellt, dass sie einfach die Server-Economy zerstören, weil sie einfach so viel Gold rausscheffeln. Also so durchschnittlich 100 Gold pro Stunde ist natürlich für Classic ein Batzen. Auch davor gibt es ja noch die Maraudern. Da kann man auch 40 Gold die Stunde rausholen. Das werden auch sicherlich auch viele Hunter auf Live-Server machen. Also aber das ist ja noch relativ quasi mal gleichwertig wie andere Farmspots auch einfach. Ne? Aber der Diamond Tribute Run ist halt echt einfach krank. Ne? Ja. Also glaubst du, Blizzard wird das ermöglichen oder denkst du, die werden da eher den Weg... Ich gehe fest davon aus, ja, weil Blizzard pocht ja immer auf die No-Change. Ja. Ja, okay. Und ich meine, in Classic war das möglich, also richtig, ja. Deswegen ich also Leute, alle einen Hunter-Twink machen. Also ich sehe es ja so ein bisschen kritisch, weil ich halt dann nicht, weil ich jetzt das nicht, den Hunter nicht unbedingt gönnen würde, aber weil dann auf den Privatservern so dieses Phänomen war, bevor es eben nicht genervt wurde, hat sich einfach jeder Honk einen Hunter gemacht. Twink, weißt du? Ja. Und fand ich halt immer so ein bisschen schade, aber ja, mal gucken. Guten Abend, Arelas. Moin, moin. Ja, gut. Aber du würdest sagen, es wird wahrscheinlich erlaubt sein, ja? Ich gehe fest davon aus, ja, dass es auf jeden Fall möglich sein wird. Weil sonst widerspricht sich Blizzard selber. Okay, ja, mal gucken. Gut, dann machen wir mal weiter. Welche Verzauberung braucht man mit dem Hunter? Im PvP. Im PvP? Wie schadet man da so generell? Also ja, wichtig ist auf jeden Fall das Run Speed auf Boots. Ja, okay. Ist natürlich wie für jeden PvPler einfach wichtig, für Hunter nochmal doppelt und dreifach, weil er natürlich immer schneller sein will als alle anderen. Ja. Um wegzukommen. Die Tools hat er ja auch, um die auch noch ein bisschen zu supporten. Ist das auf jeden Fall das allererste, was man eigentlich als PvPler macht, sich einfach auf die Boots den Speed zu geben. Und dann auf die Waffen, wenn man eine Hände hat, die 15 Agi, die kommen aber erst später, die gibt es nicht von Anfang an. Die sind, glaube ich, erst mit Akku 40, oder? Irgendwann mit Akku 40 oder mit Sulguru, weiß ich jetzt nicht mehr genau, kommen die erst später. Weiß ich auch nicht mehr genau gerade. Also in Phase 1 gibt es sozusagen nichts für Hunter auf Waffen, was man sich verzaubern kann, was wirklich Sinn machen würde. Echt? Ah, okay. PvP, ja. Und dann, wenn Agi kommt, dann halt Agi überall drauf. Ne? Genau, ja. Okay. Auch wenn es der Zweithänder auf zwei Händer Agi kommt, auch glaube ich erst später, einige später sogar. Auf die Range-Waffe verzaubert man sich plus 7 Damage. Das macht man auch eigentlich im PvE auch. Da gibt es auch nicht so viel Auswahl. In Molten Core droppt noch plus Hit, aber im PvP braucht man ja nur plus 5 Hit, um auf Cap zu kommen. Deswegen wird das nicht nötig sein. Man kriegt das locker durch das. Aber ich aber gerade fragen, ja, plus 3 Hit, glaube ich, ne? NG Scope dann da, ne? Genau, was das Rezept droppt irgendwie bei Trash im Molten Core, glaube ich. Ja, aber ist ja dann im PvE richtig stark eigentlich, ne? Ja. Im PvE braucht man halt 9 Hit und die muss man sich auch erstmal zusammenholen. Wie gesagt, als im Survival Tree kann man halt 3 Punkte sich reinskillen. Aber wenn man dann zum Beispiel diese Armbrust von Chromagus hat, ne? Macht man sich dann die 3 Hit drauf, weil man mehr im PvE, also mehr Schaden im PvE machen möchte? Also oder macht man sich diese 7 Schaden drauf, weil man im PvP abgehen möchte? Wenn man die Chromagus Armbrust hat, dann hat man eigentlich in der Regel auch das Set so weit vollschritten, dass man einfach da die Hits hat und auch die Ringe und Hals, Halsschmuck, eventuell Trinkets, dass man da einfach schon sein Hitcap hat, die 9. Ah, okay. Hit beim Hunter ist einfach nur am Anfang, wenn man das Pre-Raid bis besten Slot hier farmt. Nur da kann Hit ein Problem werden, aber da gibt es als Hunter sehr viele Möglichkeiten, um das. Also ist jetzt nicht so. Ist nicht so das Problem, da an die Hit zu kommen fürs PvE. Ja. Und ist auch nicht so, dann zum Beispiel beim Schurken ist so, eigentlich Hit wird nie wirklich schlecht, erst wenn man irgendwie
Hardcap ist, glaube ich, keine Ahnung, 25 Hit oder irgendwie so. Und das beim Hunter schon früher so eine Art, ja? Ja, genau. Also Hunter braucht einfach die Hit, um einfach nicht mehr zu verfehlen. Und der Rest ist dann egal. Ab dann ist Hit wertlos. Okay. Gut. Ja, einen Abend nochmal an Isso. Guten Abend, grüß dich. Genau, Arelas ist mit der Scattershot und Falle haben wir schon geklärt vorhin. Ja, die teilen sich einen DR. Das heißt, die Falle wird einfach dann nicht so lange dauern. Ne? Also die Hälfte im Grunde. Gut, welche Add-ons braucht man unbedingt mit dem Hunter im PvP? Ja, der Autoshot-Timer sozusagen, dass man etwa sieht, wann der nächste Autoshot ready ist. Ja. Um das einfach besser zu timen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, das wichtigste Addon für den Hunter überhaupt im ganzen Spiel. Nur kurz Erklärung, wie macht man es genau? Also ich sehe, der Balken läuft ab. Genau, also man schießt, also erstmal, der Autoshot hat eine versteckte 0,5 Cast-Time sozusagen. Auch der Multishot hat eine versteckte 0,5 Sekunden Cast-Time. Deswegen kann man auch Multishot nicht irgendwie im Sprung benutzen. Also man muss dafür auch stehen bleiben, auch wenn es ganz kurz ist. Ah, okay. Das ist kein richtiger Instant-Zauber. Ja, Arcane-Shot ist ein Instant-Zauber, den kann man im Sprung aus dem Lauf, wie im Bammel, wenn man will, kann man den einfach abschießen. Genauso den Slow-Shot auch. Erstmal das und der Autoshot beim Hunter ist halt einfach der Main Damage. Und ja, deswegen muss man besonders darauf achten, dass man einfach den Aimshot nicht über die Autoshots klippt, weil dann verliert man einfach Damage und zwar ziemlich viel. Im PvP wird es einfach drauf hinauslaufen, einfach zu bursten. Also man macht seinen Burst im optimalsten Fall mit Aimshot, Multishot und dann bewegt man sich quasi und macht alles Mögliche da. Man slowt, man legt Pfeilen, man macht Taken Deaths, swap vielleicht Trinkets oder so. Da gibt es viele Möglichkeiten, was der Hunter noch machen kann, bis quasi dann sein Aimshot und sein Multishot wieder ready ist. Okay. Ah, okay, verstehe. Und weitere wichtige Addons noch, die man beim Hunter auch im PvP empfehlen würde? Ja, Addons, ja, so richtige Hand-Addons gibt es eigentlich jetzt nicht, die jetzt im PvP stark relevant wären. Das ist dann einfach, die Trinkets, eine Trinket-Manager, mit denen, dass man die Trinkets swappen kann, quasi, dass man es quasi sich voraktivieren kann und beim nächsten Zeitpunkt, wo man out of combat ist, dann wird es halt automatisch gechanged. Stimmt. Dann auch schon halt relativ relevant, also etwas relevanter für den Hunter, weil man eben auch, wie der Schurke auch, den Kampf verlassen kann aktiv, ne? Genau, ja. Das, der Hunter kann das halt am besten, weil halt, ja. Er kann jede 30 Sekunden Fake and Death machen. Vor allem auch im PvE sehr, sehr, sehr stark, weil man quasi die ganzen On-Use-Trinkets quasi bei den Bossfights benutzen kann. Ja. Ja. Man kann aktivieren die Burst-Phase zum Beispiel mit Rapid Fire, man aktiviert On-Use-Trinkets, haut raus. Macht man einen Faken Death und swappt einfach die Trinkets wieder auf entweder andere On-Use Trinkets oder man macht irgendwie die normalen Main Trinkets wieder rein. Okay. Im PvP ist es halt besonders stark durch die ganzen Ingi Trinkets, irgendwelche Reflektor, Feuerreflektor, Shadowreflektor, Frostreflektor und da gibt es ja haufenweise an PvP-relevanten Trinkets, Tidal Charm, was gibt's noch? Alles Mögliche. Stopwatch. Und dann kann man quasi auch mehrere in einem Kampf verwenden, wenn man so will, eigentlich, ne? Ja. Man kann im Duell zum Beispiel auch die Trinkets swappen. Okay. Ja, wenn man zum Beispiel man macht ein Duell gegen Priester, also gegen Shadow Priester oder Hexer, man hat Shadow Reflektor rausgehauen. Und man macht Scatter Trap auf ihn, dann ist man out of combat, dann swappt man auch direkt irgendein Trinket auf irgendwas anderes, was mehr Sinn macht. Okay. Okay, gut. Welche Consumables sind im PvP sehr relevant für den Hunter?
Ne, da gibt es jetzt auch Free Action Potion, Living Action Potion. Genau, gibt es da so irgendwas, wo du sagen würdest, das ist das Wichtigste? Und ja. Ja, Free Action Potion ist natürlich ja, ziemlich mächtig, auch für Hunter. Ja. Dann die ganzen, ja, die ganzen Unused Potions halt. Also es gibt ja keine klassenspezifischen irgendwie für Hunter, irgendwie extra für Hunter Potions, die. Okay. Beim Krieger gibt es ja dann zum Beispiel die Rage Potion noch so, ne? Aber genau, am Hunter, ja, ja genau, beim Rogue gibt es halt Distel Tee oder so, aber das Hunter hat halt sowas nicht. Da ist halt Mana Pot, muss es halt richten, wenn man. Und würdest du sagen, die ganzen Ingi-Geschichten, die man halt hat, zum Beispiel beim Krieger finde ich immer das so krass, irgendwie, wenn ein Krieger gar kein Gear hat und keinen Ingi-Beruf, dann ist er halt irgendwie voll das Opfer. Und sobald er Gear hat und Ingi, kann er halt viel mehr machen. Sind diese Ingi-Granaten auch beim Hunter mega wichtig im PvP? Ja. Oder kann man auch ohne Ingi gut? Wird auf jeden Fall sehr wichtig sein, ja, um einfach da gleich zu ziehen, um einfach den Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Ja. Wenn da jetzt ein Rogue ankommt, wo irgendwie mit Preparation-Build da spielt und alle CDs raushaut und hat dazu noch den ganzen Ingi-Stuff, dann überrennt er sozusagen den Hunter damit, dann kann der Hunter sich auch nicht viel entgegenzusetzen. Deswegen muss man da einfach auch was entgegenzusetzen. So. Weil alle anderen das dann machen, dass man das dann auch macht. Okay. Ja. Gegen manche Klassen ist halt mehr wichtig, manchen eher weniger. Also, ja. Also als Hunter gegen andere Klassen, ja. Also weil der Mage könnte zum Problem werden, wenn der Mage genau weiß, was er gegen Hunter zu tun hat, um die Dead Zone voll auszunutzen. Das sind dann so solche, ja, Problemklassen. Aber beim gleichen Gear würde ich sagen, so richtige Angstgegner, also nur gute Hexer, also vor allem so Soul-Link-Hexer, Shadow Priests im Duell sind auch sehr, sehr stark. Da muss man wirklich gut critten und viel Luck haben, um einen guten Shadow Priester und einen Hexer zu töten. Sonst die anderen Klassen ist man jetzt nicht sehr stark unterlegen oder auch, aber auch nicht sehr stark überlegen. Hm. Okay. Gegen Rogues, ja, Hunter ist sozusagen so der natürliche Feind irgendwie gegen Rogues. Ja. Habe ich auch immer, wenn ich gefragt werde, Hunter ist irgendwie auch so ein nerviger Gegner für den Schurken, ey, weil einfach, oh, weiß ich nicht. Ja, Hunters mag Flair und ja. Das regt die Rogues halt ziemlich viel auf. Also ja, gerade wenn sie Survival sind halt eben auch mit Deterrence und so weiter. Genau, ja genau. Deswegen ist das Back halt eigentlich auch so gut, weil gegen Magier, also vor allem Open PvP in BGs, die Magier müssen erstmal an einen Hunter rankommen, um überhaupt irgendwas anrichten zu können. Ja. Auf Distanz zerschießt eigentlich jeder Hunter den Magier in 0,nix, weil die müssen casten und dann sind die Pets, die dann Pushback verursachen. Was sehr stark ist im PvP beim Hunter, ist der Vipern-Sting. Mana Drain sozusagen. Richtig stark. Richtig ja. stark gegen Magier, weil die sich nicht dispeln können. Auch gegen Priester. Richtig Gift, stark. Ne? Ja. Glaube ich, ne, oder? Hm? Das ist ein Gift, ne? Ja, das ist ein Gift, ja. Auch, aber auch gegen Klassen, gegen Druiden oder gegen Schamane oder gegen Pala, die auch Gift dispeln können. Kann man da entgegenwirken mit besonderen Pets. Also zum Beispiel Skorpion, der stackt ja so ein Gift bis zu 5-mal. Ach ja, stimmt. Und also in Duellen kann man damit auch die Druiden ziemlich stark nerven. Dispel-Schutz so eine Art, ne? Ja, genau, quasi so 5er Stack Dispel-Schutz oben drüber und dann ist halt random 1-6, dass er dann auch wirklich den Mana-Sting erwischt. Ja. Aber auch so, man. Das Dispeln kostet ja auch nicht gerade wenig Mana. Also auch wenn sie es dispeln. Ja, genau, da hat man auch schon wieder was erreicht, was man will, so eine Art, meinst du, ne? Genau. Mhm, stimmt. Ja, ich finde es gerade voll interessant, auch mit auch eigentlich eine interessante Frage, die ich so auch in meinem Fragenkatalog hier gar nicht drin hatte. Was sind so die Angstgegner von der jeweiligen Klasse? Also du würdest sagen Hexenmeister und Shadowpriester, ja? Also im Duellformat, also wenn man Duell macht gegen Shadow Priester und Hexer, weil die einfach einen dotten können und wenn sie dann also vor allem der Hexer, der kriegt eigentlich ein 4 ziemlich safe raus mit also spätestens wenn der Deathcoil einfach raushaut und ich dann ja auch das Pet 4 kann, ist auch nervig, glaube ich, ne? Oder wenn er dein Pet 4
Genau, er kann einfach einen ja unter Kontrolle halten und einfach die Dots ticken lassen, vor allem Soulink. Ja. Also Soulink-Logs sind eigentlich gegen viele Klassen recht stark. Weil sie halt auch nicht irgendwie casten müssen wie ein Mage, ne? Sondern eben instant genau, direkt die machen vieles alles draufklatschen. Genau, vieles mit Instant-Spells und mit den Dot-Spells, ja. Genau, das ist ja auch, glaube ich, das Angenehme gegen den Magier, dass er eben nicht sich einfach hinstellen kann gegen dich, ne? Sondern eben genau. Dann halt in den Nahkampf gehen muss. Und der Warlock, genau, dem ist ja Latte. Ne? Genau. Aber wie gesagt, als Hunter hat man dann halt auch dann die Möglichkeiten, sich auch ein bisschen zu. Deswegen ist auch das Scattershot sehr wichtig, auch gerade gegen Magier. Mhm. Dann also man kann zum Beispiel, wenn der Magier an einen Rand blinkt, in der Dead Zone steht und er fängt einfach ein Frostbolt zu casten, dann hat man halt Möglichkeiten, wie erstmal einen Scatter zu geben. Das ist das Normalste erstmal. Man kann auch den Scatter-Shot safen und dafür eine Granate benutzen, wenn man schnell reagiert. Man kann auch einfach Faken Death, also kurz bevor sein Cast fertig ist, drückt man einfach Faken Death und sein Cast wird abgebrochen. Okay. Ja, ist halt auch krank, ne? Mit Shadow Melt, die Kombi dann immer, ne? Ja. Dass man dann auch nicht mehr im Target von ihm drin ist und so weiter, ne? Zum Beispiel, ja, als Nachtelf hat man halt Shadow Melt. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal mit der nächsten Frage weiter, und zwar wie fühlt sich generell das Gameplay vom Hunter an im PvP? Also in BGs, also ich spiele spezifisch allgemein PvP, weil das ja ist ein ziemlich weiter Begriff PvP. Also BGs, generell einfach so. BGs und Open PvP ist ja als Hunter ziemlich komfortabel, weil man seine Fights quasi aussuchen kann, vor allem Open PvP. Wenn man achtsam spielt, man hat ja die verschiedenen Tracking-Möglichkeiten, irgendwie Tracking Beast, Tracking Humanoid, was man sich halt auf der Karte anzeigen lassen kann. Da sind halt so rote Pünktchen. Man zum Beispiel. Ach, da würde man auch gegnerische Spieler sehen, oder wie? Ja? Da sieht man auch gegnerische Spieler? Ja. Oh, okay. Du siehst auf der Karte, also quasi auf der Minimap, auf der kleinen Minimap, in der Ecke halt, ne, standardmäßig, ja. Siehst du alle Humanoide auf der Karte. Man kann zum Beispiel in Warsong an der Flagge stehen und du siehst ganz genau, aha, jetzt kommen drei Leute über Rampe hoch oder die kommen Mitte durch den Tunnel. Das wusste oder, ich noch gar nicht. Okay. Krank, und das ist auch dann wirklich relevant, also das benutzt du auch dann, ja? Ja, ja. Man in Arati-Becken kann man auch irgendwie unten bei den Minen sein und hat man eigentlich nicht so den Überblick. Mhm. Aber man sieht dann sofort, wenn jemand irgendwie, wo er halt hinreitet. Sehr, sehr wichtig. Ah, interessant. Wusste ich noch gar nicht, ey. Krank, kann der Hunter zum Beispiel in Narati-Becken hat er ja auch den Tool Adlauge, heißt das, glaube ich. Damit ja. Kannst du so ja in die Ferne sehen, wie das Fahrziehen vom Schamane auch. Der kann das quasi auch machen. Ah, okay, interessant. Also das macht man eigentlich in guten Stammgruppen. Narati ist eigentlich das allererste, was man eigentlich macht als Hunter. Ja. Gucken, wo die Gegner auf den anderen Spot, ja, genau, zu den Gegnern schauen und zu gucken, wie viele Leute wo halt wohin gehen. Und dann kann man halt, ja, weiß man als, ja, als Teamleader, wenn man denen dann das dann callt, dann weiß er, aha, die wollen nur noch faken oder so, oder die gehen nur mit einem Schurken irgendwie Mine, dann schickt man halt da einen hin vielleicht oder so. Also und viele sieht man auch, aber verstohlene Schurken sieht man dann nicht, ne? Wahrscheinlich. Ja, Hunter hat ja dieses Verstollenheitserhöhungs-Ding, sage ich jetzt mal, Verstollenheit, Verborgenheitsaufspüren, glaube ich, heißt das. Ja, aber ich meine, aber auf der Map siehst du die Schurken nicht. Nee, auf der Map nicht, glaube ich nicht. Nee, ist mir jetzt nicht so aufgefallen, weil da muss der Rogue ja schon ziemlich, ziemlich nah ran sein. Damit man hat einfach wie der Hexer so eine größere Verstollenheitsentdeckung. Ach, hat der Hunter wirklich so eine Aura oder wie? Ja, es ist auch sein Tracking-Skills quasi. Er kann halt sich immer entscheiden, was er halt wählen will. Also Beast kann er aufspüren, Undeads kann er aufspüren, Humans aufspüren oder halt Verstollenheitsentdeckung. Verstohlene. Und dann, warte mal, und wenn er das macht, dann sieht er aber die Humanoiden nicht mehr, ne? Ja. Also in Classic nicht, später in, ich glaube, in TBC oder Wrath of the Lich King konnte man quasi so alles anklicken, was man halt wollte. So, man konnte sich alles anzeigen lassen. Später, also das quasi, wenn du diese verstohlenen Entdecken angemacht hast, dann
hast du quasi eine höhere Chance, also dann siehst du die Schurken früher, ne? Genau, das ist wie dieser Spell vom Warlock. Okay. So ähnlich ist das. Ah, das heißt, angenommen, du weißt, irgendwie ist ein Schurke in der Nähe, dann machst du es direkt an wahrscheinlich, und ne? Das deckt sogar, ja. Und das deckt sogar. Mit anderen irgendwelchen Skills. Ah, okay. Deswegen ist es quasi, braucht man sich nicht wundern, wenn einen vielleicht der Hunter mal öfter in der Verschollenheit entdeckt als eine andere Klasse, so eine Art. Ja. Ja, das unterstreicht einfach nochmal den Hunter als Hardcounter gegen die Rogue sozusagen. Also er hat wirklich sehr viele Tools gegen, speziell gegen den Rogue. Wusste ich auch noch nicht, ohne Kack, Leute. Wichtiger Hunter-Noob hier, ey. Interessant, ey, okay. Na, krank. Und jetzt mal spontan nochmal, welche Klasse würdest du sagen, ist du am einfachsten mit dem Hunter im PvP? Auch der Schurke, oder? Also grundsätzlich um Melees, Warrior oder Schurken. Um da die zu dominieren, braucht man schon einen gewissen Skill. Also man muss die Klasse schon spielen können. Man muss auch die gegnerische Klasse kennen. Was kann die Klasse machen und wie wirke ich da schon entgegen, präventiv sozusagen. Plus man braucht auch ein gewisses Gear, sage ich jetzt mal. Wenn man wirklich Two-Shot down ist, dann kann man auch nicht viel machen, egal ob man Ingi ist oder was für ein Spec man hat. Gewisses Gear ist immer Voraussetzung. Also aus Classic-Zeit, ich war ja halt auch richtig stark overgeared im Vergleich zu den anderen, habe ich eigentlich keinen Gegner gehabt. So. Bis auf, wie gesagt, Shadow Priester, gute Shadow Priester, vor allem gut gegearte Shadow Priester und Soulink Warlocks. Alles andere ging eigentlich ziemlich gut, weil man die einfach, also später vor allem, näher zu Nax, mit Nax-Gear quasi, dann Push-Up. Aber ich meine jetzt, welche Klasse würde am leichtesten gehen, wo du sagst, da hast du am wenigsten Probleme mit dem Hunter? Warrior. Warrior ist auf jeden Echt Fall. Krieger, ja? Ja. Warrior, einfach sind halt wirklich, Warrior sind eigentlich wirklich die größten Kite-Opfer und Kite-bar so eine Art. Dann. Ja, die können vielleicht ihren Tod mit Schildwall irgendwie hinauszögern oder so. Also wie gesagt, ich habe im Classic Warrior, Rang 14 Warrior, wobei halt richtig gut waren, auch dann später in TBC Multigladiatoren waren, habe ich zu der Zeit im Classic mit dem Spec, wo wir halt davor jetzt durchgenommen haben, nur im Melee, also ohne einen einzigen Range Damage Shot abzugeben, bis jetzt aufs Scatter, hat man sie zerstört im Nahkampf. So viel, also so stark ist einfach der Spec mit dem richtigen Gear. Man muss natürlich auch ein bisschen bedenken, dass jetzt, mittlerweile das Spiel ist 15 Jahre alt, die Knowledge über das Game, einfach das Wissen ist einfach so ausgereift, da hat auch nicht jeder Ingi gehabt. Also es wird vielleicht nicht mehr so einfach sein wie jetzt früher, weil einfach das Wissen, der Wissensstand von den Spielungen, von Best in Slot, Gear, von den ganzen PvP-Movies, die ganzen Tricks sozusagen, ist einfach noch ein bisschen gewachsen. Wird vielleicht nicht so, aber ich tendenziell auf jeden Fall. Also ich mache mir da persönlich keine Sorgen gegen, also Rogues habe ich überhaupt keinen Respekt und Warrior genauso. Kein Respekt. Ja. Ja, verstehe ich. Wirst du auch auf Lucifron spielen eigentlich? Ja. Geil. Auch auf Alidad, ja? Ja. Und wirst du Rang 14 machen wieder? Wirst du Rang 14 machen? Nee. Also Rang 14 lohnt als Hunter überhaupt nicht. Also wenn oder man Rang 13? Access hat, Rang 13? Vielleicht Rang 13. Also das wäre, wenn ich das zeitlich hinkriege, könnte ich es vielleicht mir sogar vielleicht nochmal geben. Aber das wird auf jeden Fall, also ich prophezei da richtig, richtig viel Time. Ja, da muss man sehr viel Zeit investieren, um das zu erreichen. Und bei Hunter lohnt sich es halt einfach überhaupt nicht. Rang 14 als Hunter, also das Set, das PvP-Set, das Epische, ist ein an sich ein sehr gutes Set. Aber wenn man zum Beispiel dann im Endgame das T3, also Zugriff auf das T3 hat, dann ist es eigentlich sogar ein Tick besser. Weil es hat dieselben Ausdauerwerte, aber halt viel, viel offensivere Stats mit Crit und Attack Power. Und was sind jetzt, mal ganz kurz schon ein bisschen vorgegriffen, deine privaten Ziele? Also wirst du dann eher PvE machen, PvP? Oder was? PvP. PvP ist eigentlich einfach der Hauptgrund, wieso ich überhaupt Classic spiele. Ah, okay. Aber du weißt quasi noch nicht, ob du fett ranken wirst, so eine Art. Ja, es wird auf jeden Fall Stammgruppen PvP geben. Also die Gilde ist auch nur, also ist PvP ausgerichtet.
auf jeden Fall hohe Ziele gesteckt in der Gilde. Also die Gilde an sich hat große Erwartungen an sich selber. Und wir haben einfach auch viele, also unser Rooster besteht einfach aus nur PvP-Lern. Also okay. Also ihr wollt auch gar kein PvE machen, oder wie? Doch, wir machen PvE, aber PvE ist nur das Mittel zum Zweck, da einfach mal durchzurennen, das GA zu haben. Ah, verstehe. Ja, cool. Okay, cool. Ja, geil, weil wir werden auch mit unserer Guild auch, haben wir auch PvP-Stammgruppen am Start und so weiter. Vielleicht kann man da irgendwie mal eine Kooperation oder so mal gucken. Ja, ein Gildenname ist Feels the Love, wenn es vielleicht dem einen oder anderen wird schon was sagen. Okay, cool. Gut, dann sind wir auch schon mehr oder weniger durch im PvP. Vielleicht noch die eine Frage, also wir müssen ein bisschen ranhalten, damit das Video nicht so mega todeslang wird. Nochmal kurz, so Hunter im Stammgruppen-PvP und Hunter im World-PvP, was sind so die größten Unterschiede? Die Unterschiede, also ich so grundsätzlich ist beides für einen Hunter ist einfach sein, also es ist ja sein Hochheitsgebiet sozusagen, das Open PvP, weil er also ja quasi auf die Jagd gehen kann mit den ganzen, ja, auf dem Radar sich die Targets anzeigen lassen. Er weiß ganz genau, wo, also er kann sehr schlecht überrascht werden, auch beim Farm oder so, wenn man da einfach aufmerksam die Karte beobachtet. Ja, verstehe ich. Wenn man als Hunter im Open PvP quasi eine Target zuerst sieht und auf Max Range eröffnet, dann haben viele Klassen, also sogar auch dann die vermeintlichen Angstgegner, wie zum Beispiel Shadow Priest im Duell, sind dann einfach Opfer, weil man lässt sie einfach nie ran quasi. Man spielt immer mit dem Aspekt, mit dem Aspekt des Geparden sozusagen. Immer wenn man Schaden bekommen würde, macht man den anderen ran, ne? Und dann immer so, ne? Genau, das ist halt auch nochmal, muss besonders darauf achten, dass wenn jemand was castet oder so, dass man den Aspekt schnell deaktiviert, dass man nicht gebased wird. Ja. Aber in der Regel können auch viele Klassen einfach gar nichts dagegen machen, wenn man sich zwischen 41 und 36 Meter aufhält. Weil man gar nicht in der Range ist, ne? Ja, zum Beispiel Warrior, da kann er erst nur 25 Meter überhaupt anchargen. Man hat sehr viel Spielraum als Hunter. Die Shadow Priester oder halt einfach die Logs oder die Mages, die können, glaube ich, auch auf 41 Meter skillen. Oder sind es nur 36? Ich glaube, nur 36. Ich glaube, 36, ja. Ja, also 30 ist based und die können auf 36 skillen. Also man hat immer so diese 5 Meter immer quasi die Nase vorne als Hunter. Und wenn man das ist auch sehr wichtig, dass man wirklich auch die Range wirklich auch bis zum letzten Meter auch ausnutzt, so eine Art, ne? Ja, weil es gibt dann keinen, wo da einfach einen was entgegenzusetzen hat. Und man ist halt immer schneller. Als alle anderen seien halt ein Schamane, kann halt in die Voice-Gestalt wechseln, aber man hat halt jede 10 Sekunden auch den Range-Slow. Warum? Auch auf Max-Range, logischerweise. Also man kann auch vom Hunter nicht abhauen. Ja. Egal, wie man es dreht und wendet. Also vom Hunter gibt es keinen Kommen oder man kann ihn auch nicht catchen. Und im Stammgruppen-PvP? Stammgruppen-PvP ist, Hunter ist, hat ziemlich viele Möglichkeiten, weil im Stammgruppen-PvP sind einfach die Heiler. Die Heiler sind erstmal das Target Number One. Die müssen disabled werden und man lässt den Hunter, also man muss den Hunter einfach erstmal passieren lassen, sozusagen. Er kann machen, was er will, weil er einfach nicht das wichtigste Target ist. Und auf Distanz zerschießt man halt die ganzen Stoffis, man verteilt die Stings, man verteilt die Traps, man slowt, also man benutzt sozusagen alles, was man hat. Und im PvP kann man das halt auch machen. Okay. Sehr komfortabel auf jeden Fall, sehr komfortabel. Auch in Randoms BG, wenn man als Hunter reingeht, man kann solo einfach seinen Spaß haben. Ja. Man ist nicht so abhängig auf Healer, wie zum Beispiel Warrior oder so, die können ich einfach mal reinchargen und da irgendwie Damage machen, wie sie wollen. Als Hunter bleibst du immer auf Max Range. Keiner kann dir was haben, außer die gegnerischen Hunter. Und wenn man aufpasst, überlebt man. Also relativ gute Zerg-Klasse wahrscheinlich auch, ne? Man kann immer schon entspannt, muss sich nicht in diesen kritischen Bereich begeben, so, ne? Genau. Also ich habe ja damals
also wo ich Rang 14 gemacht habe, wo das PvP-System überhaupt erst also gekommen ist, der Patch, da war ich gerade mit meinem Hunter Level 30. So, bin gerade nach Stranglehorn gekommen, um da zu leveln. Und in der Woche kam auch dann der Patch. Ja. Und mir hat es so viel Spaß gemacht, die Leute da einfach zu kiten, irgendwelche Warrior zu töten, die für mich Totenkopf waren. Also die waren über 5, 6 Level über mir. Ja. Die konnten halt nichts machen. Und in der Woche habe ich Platzierung 1 gemacht. Mit einem Level 30er Hunter. Ja, und da gab es halt schon die ersten 60er. Also ich war jetzt nicht so der schnellste Leveler, weil ich einfach nicht so viel Zeit am Anfang hatte. Mhm. Beziehungsweise investiert habe. Ja. Ja, geil, ey. Du bist ja echt auch voll der Open-PvP-Liebhaber, ne? Ja. Genauso wie ich eigentlich. Können wir ein bisschen mal zusammen PvP machen, dann habe ich Bock drauf, ey. Das Lustige war auch, ich habe halt geradet. Also es war bei Progress und so irgendwie. Wollten Corby WL kam dann und wir haben dreimal die Woche geradet, wie halt so eine PvE-Gilde. Ja. Ja, gang und gäbe war früher. Und ich habe halt nebenbei PvP gemacht. Also ich habe einen Bergbau quasi abgebaut, irgendwie Arkanitkristalle gefarmt in den High-Level-Gebieten, Winterspring und da um Blackrock herum, überall, ja, wo halt Thorium ist. Und habe nebenbei einfach die ganzen Allies umgehauen, die mir halt einfach über den Weg gelaufen sind. Ja. Und ich habe dabei halt so viel Ehre gemacht. Und wir hatten halt, ich glaube, ein oder zwei Stammgruppen auf der Hordenseite. Auf jeden Fall habe ich in den die Platzierung 1 weggeschnappt. Mit nebenbei PvP machen als Hunter. Im Open PvP wohlgemerkt, weil halt mindestens eine Stunde Wartezeit war, wenn man solo GG gequeued hat. Also Stammgruppen haben wir noch länger gewartet. Und die haben sich halt gewundert, die Stammgruppen, wo jetzt auf einmal die erste Platzierung geblieben ist. Weil für die ist halt besonders wichtig. Die machen nichts anderes als jeden Tag nur PvP. Und ja, dann ist halt aufgeflogen, dass irgendein so ein Hunter, wo eigentlich die meiste Zeit auch irgendwie dreimal die Woche raidet, den einfach die erste Platzierung wegmacht. Das war für die halt schon ein Schock. Ja. Ja, gut, da wird halt die Frage sein, ob das auch jetzt wieder möglich sein wird. Nimm mal zum Wissen heutzutage und so wieder, ne, wo jeder dann auch. Nee, also das wird nie wieder so sein. Also, ja, also Classic wird das grundsätzlich nicht mehr so sein wie früher. Einfach weil die Zeiten sich geändert haben und genau, die Leute werden einfach zu viel Ehre pushen in der Woche und so weiter, ja, halt, ne? Ja, dann nochmal die letzte Frage eigentlich im PvP-Bereich und dann kommen wir auch endlich in den PvE-Bereich, Leute. Aber ich glaube, der Hunter ist auch gerade im PvP halt einfach sehr vielseitig, ne? Und da gibt es auch viel zu reden. Ja, ist einfach sehr mächtig, ja. Genau, ich glaube, im PvE gefühlt ein bisschen weniger eventuell, ne? Ein bisschen weniger zu bereden im PvE. Aber gucken wir mal. Die letzte Frage im PvP wäre, und dann machen wir eine dreiminütige Pause, Leute, ja? Würde ich mal ganz kurz auf Toilette gehen. PvP-Gear für den Hunter. Wie mächtig ist es und kann man auch nur mit dem PvE-Gear gut PvP machen? Zum Beispiel im Schurken ist es so, ich werde mir kein PvP-Gear holen, weil das PvE-Gear auch einfach top fürs PvP ist, so wie es beim Hunter. Ja, also beim Hunter ist genauso, das T1-Set vor allem ist sehr, sehr stark im PvP. Der Bonus ist sehr mächtig und bietet einfach gute Stats, auch gute Ausdauerwerte, gute Attack-Power-Werte durch die AG und die Crits und Hits. Man kriegt einfach alles zusammen. Also werde ich auch persönlich anstreben, das T1-Set schnell zu finishen und das, um die alle Set-Bonis abzugreifen. Und dann die Hunter Epic Quest ist natürlich auch best in Slot, auch für PvP, für die Zeit, weil da gibt es einfach im PvP nichts, also keine Alternativen. Okay, also das PvE-Gear ist absolut top, auch im PvP. Ist ja absolut top, ja. Ist absolut alle top. Sets auch durchgehend, ja? Ja. Das ist halt auch immer geil, ne? Wenn man nicht so viel Zeit hat, finde ich. Wenn ihr zum Beispiel wisst, okay, ihr könnt echt jetzt nicht komplett euer Leben opfern für WoW Classic, ja. Aber ihr wollt trotzdem auch im PvP stark sein, dann spielt wirklich eine Klasse, die halt eben einfach im PvE geiles Gear fürs PvP bekommt, ne? Und das ist einfach dann, wie gesagt, Schurk ist halt so eine. Ne, Hunter auch. Warlock würde ich sagen auch noch. Aber Magier zum Beispiel ist ein bisschen problematischer dann schon, ne? Ja. Dann nochmal kurz, Shorty, danke dir nochmal, ne, für deinen Hinweis, danke dir und einen Abend an dich. Und Gimzwerg, ja genau, wir machen so ein Interview mit jeder Klasse. Also Krieger, Druide haben wir schon gemacht.
Ja, Krieger ist auch schon auf YouTube online. Heute machen wir den Jäger und am Dienstagabend werde ich dann selber einfach das Schurken-Video machen. Ja, und wir hatten hier noch eine relativ interessante Frage gerade. Wie schafft man es denn, auf diese 40 Meter sich zu bewegen? Das war nämlich auch eine Frage von mir noch. Gibt es da einen Trick, um den Abstand einzuhalten und damit 41, man weiß, okay, ja, die kommen nicht ran, weißt du? Also wie machst du das? Wie ist da so dein Trick? Also es gibt Add-ons, wo einen anzeigen, wie weit man sich vom Target entfernt ist, wenn man jemand antargetet. Ich persönlich benutze das Add-on nicht, aber ich weiß, dass es sowas gibt. Auch schon oft gesehen in Videos und Streams. Man kann jetzt leider nicht sagen, wie das Add-on heißt. Man muss da ein bisschen googeln. Also für Leute, die da einfach das Gefühl nicht haben, wie weit sie sich vom Gegner befinden, ist das Add-on auf jeden Fall dann, ja. Ja, was man sich besorgen sollte, wenn man es will. WoW nur Hunter gespielt habe, ich habe das einfach im Gefühl ungefähr. Wollte ich gerade sagen, das ist so diese Erfahrung dann, ne? Ja, man rennt quasi immer auf Max Range und ab dem Bereich, wo man selber nicht mehr schießen kann, dann weiß man, okay, man ist jetzt doch zu weit und das ist einfach so ein, dann geht man kurz zurück und schießt, soweit der Schuss möglich ist. Schießt man und dann rennt man einfach wieder weiter. Oder halt hinterher, je nachdem. Kommt dann wahrscheinlich auch auf die Situation drauf an, wenn man dann sagt, okay, ich will auf gar keinen Fall irgendwie gehittet werden, nimmt man dann wahrscheinlich in dem Moment dann eher in Kauf, dass man vielleicht selber mal nicht hitten kann, eine Sekunde, ne? Genau. Ja, okay. Du hast ja auch relativ intensiv PvE betrieben, kann man sagen, ne? Ja, schon. Und genau, von daher würde ich aber mal auch die gleiche Frage stellen wie vorhin, wenn man Level 60 erreicht hat mit dem Hunter, welchen Talentbaum würde man dann mit dem Jäger gehen und wenn man PvE machen möchte? Kannst du mir dann auch vielleicht linken oder haben wir da keinen Respekt? Ja, klar, mach ich sofort. Genau. So, das ist der, sozusagen der rein mathematisch der stärkste PvE-Spec und bleibt es auch bis ins Endgame sein, also dann später wechselt es, wie wir vorher besprochen haben, auch ab einem gewissen Agi-Wert wird dann das Rival, also das Lightning Reflex Spec etwas, also überholt, also der Hunter selber macht dann mehr Damage, aber der Raid Damage geht runter, weil man natürlich dann einfach für die vier Leute, meistens Midis, die Two-Shot-Aura quasi den wegnimmt. Ja, genau. Genau, vielleicht dann einfach mal kurz den Talentbaum nochmal erläutern. Ja. Also man, warte mal. So ja, im BM-Baum einfach genau, anfangen. Genau, im Proof das Back of the Hark ist auf dem ersten Blick 5% ist etwas wenig, aber in der Wirklichkeit bockt es schon recht oft. Also manchmal sogar mehrmals hintereinander. Manchmal auch mit Feststräne und man kann auch mal 30 Sekunden oder eine Minute gar nicht bocken. Der Hintergedanke ist einfach, Auto-Damage, also Auto-Shot-Damage ist einfach der Main-Damage beim Hunter. Und um den einfach zu pushen, nimmt man einfach dann das verbesserte Falkenaspekt. Genau, ja. 30% Haste, also wenn es brockt, macht man automatisch quasi 30% mehr Damage mit White Hits. Weil es auch sonst keine richtige Alternativen gibt. Pet macht im PvE beim Hunter, auch wenn es nicht mitscaled oder sonst, abgesehen von irgendwelchen Raid Buffs oder so, macht es trotzdem noch so 10-15% des gesamten Schadens beim Hunter. Ah, okay. Hunter muss halt nur darauf achten beim Pet, dass es möglichst am Leben bleibt, weil das Pet ist ziemlich schnell tot und da ein blöder Cleave und das Pet ist Geschichte oder irgendwelche Dots oder irgendwelche Auren, die Schaden machen in Moltencore oder BWL, muss man auf das Pet auch aufpassen. Deswegen nehmen auch viele im PvE einen Drachenfalken, den sie quasi einfach an ihrer Seite parken und der hat halt so ein Lightning Breath, wo er das Naturdamage macht und die halten ihn halt quasi aus den Mobs, aus den Cleaves und aus den ganzen Ach, der kann aus der Ferne angreifen oder wie? Ja, ja.
Also manche machen das, die schicken das Bett nicht mal in den Nahkampf. Ich für meinen Teil schicke das Bett schon in den Nahkampf, weil wahrscheinlich wird es eine Katze sein oder man kann so ein bisschen auf Supporter machen und den Wolf nehmen, was den ja Wutgeheul macht. Ich glaube, Wutgeheul heißt es so, heulen, oder ich weiß nicht mal genau. Das bufft für den nächsten Auto-Attack ich glaube 50 Damage auf maximalen Rang, also quasi alle Krieger-Rogues kriegen das quasi als Bonusschaden auf den nächsten Swing. Okay. Da kann man mit Pets ein bisschen spielen, was ja, kann man ein bisschen die Melee supporten. Man kann auch einfach Katze nehmen, um den maximalen Damage rauszuholen. War schon interessant, ne? Warum man hier auch das Pet dann doch noch bufft, ne? Ja, man kann mit den Julius kann man das Pet noch buffen, was man in Winterspring sicher farmen kann. Ja. Im Hunter selber bringen sie ja recht wenig. Also bis gar nicht, weil da ist ja irgendwie Stärke und Melee Attack Power, also wird der Hunter quasi rausgenommen, weil er Range Attack Power braucht. Aber man kann das einfach alles dem Pet quasi ja buffen und da einfach noch ja maximal an Damage rausholen. Aber, also, ich meine im BM-Baum, ne? Sind dann die letzten 10 Punkte, die man gibt, oder sogar 15, die das Pet buffen eigentlich, ne? Ja, das macht man ja, weil das ist rechnerisch macht man mehr Damage, als wenn man zum Beispiel jetzt die Punkte da in Beast Slaying oder Humanoiden Slaying in Tribal Baum setzen würde. Wollte ich mich gerade fragen. Das ist wirklich so, ja? Es gibt keine anderen Punkte, auch nicht im Marksman Baum, die man irgendwie... rechnerisch, ja genau, das ist also so rechnerisch ist einfach das Maximum. Die Theory Crafter also haben das alles berechnet. Wenn man die 9% Hit hat. Wenn man die 9% Hit hat durch Items, dann ist das das Aspekt, wo rein rechnerisch den meisten Schaden im Raid bringt. Okay, interessant, okay. Wenn man die 9 Hit nicht hat durchs Gear und man angewiesen ist auf die 3 Hit aus dem Survival Tree, dann geht man natürlich da runter und nimmt halt Humanoiden Slaying mit und das Beast Slaying im Survival Tree mit, was jeweils 3% ganz oben mit dem Drachen, ja. Monster Slaying heißt es. Ja, die Drachen. Okay. Was auf Beasts, Riesen und was genau. Noch? Dragonkin, also genau, Drachen, ne? Was ja eigentlich quasi den ganzen Wolkenchor und Bivelkon abdeckt. Da sind ja Beasts, genau. Riesen und Drachen. Genau. Ah, okay, interessant. Hätte ich gar nicht so vermutet. Dann nimmt man das damit, ja. Okay. Genau, dann würde ich sagen, machen wir mit dem Marksmanship-Baum weiter, ne? Ja, da sind halt ja Effizienz. Einfach, dass die Shots 10% weniger Mana kosten und manchmal ein bisschen Mana-effizienter, weil einfach, ja, das, man will ja keinen Stunnen oder so, und das ist ja im PvP wichtig. Deswegen braucht man das dann nicht. Muss man das einfach nehmen, dann einfach die 5 Crit, die Max-Range ist auch immer gut. Aimshot ist der Main-Damage-Spell-Ability sozusagen. Wie oft kann man den machen eigentlich, den Aimshot? Den kann man alle 6 Sekunden machen. Und der schert einen Cooldown mit Arcane Shot. Aber da Arcane Shot nicht scaled mit Attack Power oder sonst irgendwas, also das scaled quasi nur mit Spell Damage, benutzt man den im PvE auch nicht. Man benutzt den auch beim Leveln nicht, weil er einfach Mana, ja, ist nicht Mana-effizient. Also viele Speed-Leveler, die holen sich nicht mal die nächsten Ränge. Und Arcane Shot, die behalten einfach den Einser. Ah, okay. Und man levelt ja eher als Marksman, dann hat man auch erst sehr spät den Aim Shot. Und da ist einfach die Main Ability der Multishot und selbst den tut man einfach downranken. Also man benutzt quasi beim Leveln auch immer mal den Rang 1 Multishot, weil das einfach mana-effizient ist. Ah, okay. Weil der nächste Rang, der verdoppelt immer fast die Mana-Kosten. Aber dieser Bonus-Damage von dem Multishot rechtfertigt einfach nicht diese doppelte Mana-Kosten für den, also Damage. Na, verstehe ich. Mana-Verhältnis ist einfach schlecht. Deswegen, wenn man das Hunter richtig anstellt und mit dem Pet ein bisschen Agro-Ping-Pong spielt, dann nimmt das Pet auch nicht so viel Damage. Und man kann sehr mana-effizient sehr viel Damage machen und quasi erst nach 10 vielleicht nach 10 Mobs überhaupt Mana regen zu müssen. Okay. Deswegen Hunter ist sehr, ja, so ein starker Leveler. Viele bleiben auch beim Leveln in dem Aspekt,
ist geparkt, weil sie 30% schneller rennen. Um einfach schneller unterwegs zu sein und einfach die Mobs zu grinden. Irgendwelche Raptoren angenommen, irgendwie in der Offenwelt. Einfach von A, wenn man von A nach B unterwegs ist, nimmt man quasi alle Mobs mit, die man so töten kann, um einfach möglichst viel XP pro Hour sozusagen zu farmen. Ja, okay. Gut, und dann sind wir quasi Shots hier natürlich unten. Sehr wichtig, ja, Mortal Shots 30%. Genau, ja. Man macht sozusagen dann 130% mehr Damage bei einem Crit. Mhm. Beim Warrior gibt es ja auch sowas ähnliches, da ist aber 20%. Und beim Schurken sind es 50%, kann das sein? Weiß ich jetzt aus dem Kopf gerade auch nicht so genau. Ja, Assassin's Creed, ich glaub 50%, aber nur auf die Special Abilities. Ne? Beim Hunter ist das grundsätzlich quasi auf den ganzen Range Damage. Sehr, sehr, sehr stark. Also ist eigentlich kein Spec, funktioniert ohne das. Skillt man den Hunter eigentlich generell im PvE so? Will man viel Crit haben oder will man viel Agi haben oder will man viel ATP oder viel Stärke? Oder kann man es irgendwie so sagen, was am meisten Wert hat? Also im PvP ist, also Hitcap, die 5%, ist Pflicht. Und erst danach kommt alles andere wie Agi oder Crit. Dann muss man natürlich aufwiegen, also Crit ist eigentlich sehr, sehr mächtig, im PvP vor allem, man will bursten, darf jetzt natürlich nicht irgendwie zu viel Attack Power liegen lassen, nur weil man da irgendwo auf einem Item einen Crit drauf hat. Also Agi und Crit halten sich eigentlich immer die Waage. Meistens kommt ja auf den ganzen Items beides gleichzeitig. Okay, die Sets sind so, da hat man jetzt nicht so viel Spielraum. Okay, man kann höchstens bei den Trinkets oder Ringen kann man irgendwie ein bisschen was mixen und gezielt auf Crit gehen. Aber tendenziell, ja, Crit ist über Agi bis zum gewissen Wert. Okay, das ist so ähnlich wie beim Schurken eigentlich. Genau. Okay. Dann Scattershot nimmt man auch mit, wenn man das schon so in dem Baum ist. Der eine Punkt, der schadet nie, der Scattershot. Manche nehmen den raus und machen ihn irgendwo anders rein, weil sie der Meinung sind, die brauchen es nicht. Aber das ist jetzt kein, wenn man es jetzt mitnimmt, ist jetzt kein Beinbruch irgendwie im Damage. Und sagt man sich dann vielleicht lieber, okay, dann kann ich wenigstens mit meinem PvE-Spec auch im PvP noch was machen, so, ne? Ja, also man kann zumindest so farmen und so, ja, man auch in der offenen Welt irgendwie einen Mob, einen Scatter zu geben, ist ja um Castle Interrupt ist immer ganz, ganz nett. Ja, verstehe ich. Also das Tryharding durch diesen einen Punkt, woanders würde halt dann irgendwie nur einen ganz, ganz kleinen. Man kann es halt irgendwo in Beastling reinsetzen, macht man ein Damage mehr an Humanoiden oder an Drachkins oder so, aber ja. Okay. Dann Barrage, glaube heißt es Barrage. Also neben Scattershot. Mhm. Ja, 15% Multishot Damage. Ist ziemlich nice und vor allem, wenn man das D1-Set voll hat, das gibt dann auch nochmal 15%, haben insgesamt 30. Und Multishot verwendet man auch auf Cooldown im PvE, oder wie? Ja, das ist, weil es ist ja auch ein PvE, ein AOE vom Hunter, das trifft glaube ich zu 3 oder 4 Ziele. Und das ist so eigentlich, also Hunter hat dann noch Volley, aber das skaliert nicht und ist eigentlich ziemlich schlechtes AOE. Also es ist so eine Art, so Blizzard-like wie beim Magier, nur dass es halt lächerlichen Damage macht. Mit Pfeilen so viel Mana kostet, und hat, glaube ich, einen Cooldown auch von 20 oder 30 Sekunden, also total useless. Multishot, was hat das für einen Cooldown? 10 Sekunden. Ah, okay. 10 Sekunden, das ist, mit der Combo quasi, mit Aimshot, Autoshot, Multishot ist das auch im PvP ist dann halt diese Burst-Combo und dann kommt erstmal lange Zeit nichts vom Hunter, bis er halt wieder diese 2 Cooldowns wieder ready hat und die dann nacheinander schalten kann. Okay. Im PvE macht man halt auch, man startet immer mit einem Autoshot und sofort nachdem der Autoshot rausgeht, setzt man zum Aimshot an. Und in der Zeit, wo das Autoshot reloadet, oder der Autoshot reloadet, in der Zeit castet man halt den Aimshot und wenn er rausgeht, kurz drauf geht auch dann der nächste Autoshot raus. Ah, okay. Und,
Und kommen die fast gleichzeitig an, so eine Art. Ja, genau. Manchmal gibt es sogar bis. Also wenn man eine schnelle Waffe hat, deswegen ist es halt wichtig, dass man möglichst langsam Waffe hat, damit einfach dieser Bereich größer, also danke länger, für den länger Stream. Ist, dass man einfach da den Aimshot besser platzieren kann und nicht reinklippt, weil dann muss der Autoshot drauf warten, bis der Aimshot rausgeht und man verliert halt in der Zeit einfach die, ja, seinen Schaden in DPS, weil man den Autoshot verzögert. Okay. Crashy, danke dir für die 100 Bits, danke dir. Und einen Abend an dich. Okay. Na, dann die nächsten 5 Punkte sind halt einfach in Fernkampfspezialisierung. Ja. Ist ja selbst sagen, 5 Punkte für 5% mehr Damage. Genau. Allgemein Damage Range ist, ja, gibt da nichts anderes. Ist gut eigentlich, also ist fair. Kann man so mitnehmen. Oder muss man sogar, um dann auf die Two-Shot-Aura zu kommen, die dann natürlich, ja, die bufft den Hunter, die Two-Shot-Aura, dann das Pet und die ganze Gruppe. Meistens ist man dann als Hunter in irgendeiner Melee-Gruppe mit Warrior oder Rogues. Das Pet bekommt die Aura auch ab, oder wie? Ja, die Pet bekommt auch die Aura ab, ja. Und genau, das bringt ja den Schurken und so weiter auch aus, ne? Also. Ja, das ist, glaube ich, auf Max-Rank gibt es 150 oder 125. Ja. Attack Power ist, ja, so sagen natürlich die Rogues nicht nein. Nee, ja, genau. Stimmt, also in der Melee-Gruppe ist dann eigentlich auch immer ein Hunter drin, ne? Ja, okay. Ja, aber wenn man halt die Hit nicht hat, dann packt man halt quasi alle Punkte bis auf 2. Also 2 Punkte lässt man in Improved Spec of the Hawk. Und den Rest speckt man in den Survival Tree. Ja, da lässt man 2 Punkte drin und den Rest macht man in Survival Tree bis zu den 3 Hit. Bis Sure-Footed heißt es auf Englisch oder halt sicherer Stand, glaube ich, auf Deutsch. Ja, genau hier. Bester Stand, sicherer Stand. 12 Punkte, 2 Punkte kann man hier reinmachen, ja, wahrscheinlich dann. Weil Hitcap ist sehr wichtig als Hunter. Also man, es gibt nichts Beinäriges für einen Hunter, wenn er irgendwie beim Bossen dasteht, wo er den Tranquilizing Shot benutzen muss und das verfehlt. Ja, das ist. Okay. Und was ist das Hit? Also wie viel Hit braucht man? 9. Also 8,6 sind es ja ziemlich genau, 8,6% Hit, dass man bei den Bossen nicht mal verfehlt. Und da ist halt, ja, ist keine runde Zahl, deswegen 9. 9 Hit. Deswegen sagt man 9, okay. Ja, die Rogues, die Trolle, die brauchen, wenn sie Bogen benutzen, 3 Hit weniger, weil sie durch dieses plus 5 auf Bogen kriegen sie quasi 3 Hit geschenkt. Okay. Gut, ja, das ist der Bild fürs PvE, Leute. Ja, kann den auch gerne nochmal reinlinken für euch, wenn ihr gerade ein bisschen was saven wollt. Hier. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Gibt es jetzt beim PvE-Hunter auf Level 60 irgendwelche Items oder so, die man sich auf jeden Fall holen sollte? Oder ist es auch in so großen Teilen, so wie beim PvP-Jäger eben auch? Ja, im PvE braucht man ja nicht, nicht die Masse an Ausdauer, die man das im PvP braucht. Deswegen, da gibt es eigentlich diese die üblichen verdächtigen Items, die auch die anderen Klassen brauchen. Ja. Wie die Two-Shot Shoulders, glaube ich, die mit 2 Hit. Dann die Mask of the Forgiven, glaube ich, heißt es. Auch mit 2 Hit. Also es ist halt alles Leder, also viele Ledersachen sind best in Slot fürs PvE. Dann natürlich auch das Set, Devil's Hour Set, ne? Die Gauntlets und die Hosen und die Handschuhe, um dann auch den Set-Bonus abzugreifen mit den 2 Hit. Sind ja auch für viele, auch für Krieger bis Schurken. Ja, für Fury Warrior und für Rogues ist es best in Slot, ja. Genau. Dann, also wichtig ist einfach, dass man auf die Hit kommt. Und was gibt's noch? Aber jetzt kein Item, was man im PvE auf jeden Fall braucht oder so, im bestimmtes oder so, ähnlich, ne? Nee, also man holt sich halt auch einfach eine Armbrust. Ja, Spine Reaper, Spine Crossbow heißt es, glaube ich, also auf Englisch, ist von Nirup Nkan von Stratholm, ja, aus Strat. Oder aus Blackrock
gibt es dort, wie heißt das, bei der Schattenjägerin. Die hat ja auch ein Black Row heißt es, ein Armbrust mit einem Hit. Ist auch ziemlich gut, ist minimal schlechter als die Armbrust aus Stadtholm. Hat auch 3,2 Speed. Auch ziemlich gut. Und bei dem Boss, also bei der Shadowhunter, ja, Wojajin heißt sie oder irgend sowas. Kann sie jetzt nicht richtig aussprechen. Ach, im LBRS, ne? Ja. Die droppt die Armbrust. Und was da auch noch gut droppt, also ziemlich oft eigentlich, sind diese True Aim Gauntlets. Das ist Kette-Handschuhe. Die als Stats haben einen Improved Hit, was schon mal gut ist. Und auf alle Range-Waffen, also auf Bogen, Guns und Crossbow, plus 8 Weapon-Skill. Was halt ziemlich stark ist. Ziemlich stark, wenn man die Hits halt noch braucht. Ja, also dann kann man quasi den PvE-Bild voll nehmen und man hat nur, wenn man die Handschuhe anzieht, schon alleine vier Hit quasi mit einem Item. Ist halt ziemlich schlecht. Mächtig. Also kann man zur Not quasi benutzen. Ja? Also angenommen, man ist jetzt Level 60, man hat Pre-Biss gefarmt, aber es fehlt vielleicht noch einem irgendwie so ein oder zwei Hit, um auf Cap zu kommen. Dann kann man halt schon auch so erstmal raiden. Aber bei Bossen, wo halt dann Tranquilizing Shot zum Einsatz kommen muss und der auf jeden Fall sitzen muss, dann zieht man halt diese True Aim Gauntlets an, um einfach speziell für den Boss man safe ist dann, ne? zu haben. Ja. Okay, verstehe. Okay, cool. Und das Item kriegt man eigentlich recht easy, wenn man den Boss macht. Das droppt eigentlich so gut wie immer. Ich glaube, es hat 30%ige Drop-Chance und der Loot-Table an sich ist ziemlich klein. Und ja, das contestet halt auch keiner. Ne? Keiner braucht die Handschuhe mit plus Range-Damage auf die ganzen Waffen. Also Safe-Hunter-Loot. Ja. welche Berufe sollte man mit einem PvE-Hunter nehmen? Ja, ich glaube, Ingenieur, auch hier natürlich sehr stark im PvE. Wird, glaube ich, von auch vielen Tryhard-Gilden auch einfach erwartet oder ist sogar Voraussetzung fürs Raiden, dass man die Separ-Charger hat und die ganzen anderen Sachen, Trinkets, die auch im PvE ziemlich mächtig sind. Okay. Und sonst, wenn man sich natürlich noch selber die ganzen Pots oder Flasken machen will, dann macht man halt Alchemie. Die ganzen Crafting-Berufe, also wie zum Beispiel jetzt so Lederer, gibt's kaum Items, die man sich irgendwie selbst craften kann, die im PvE einen großen Impact haben. Genau, okay. Oder, ich glaube, es ist auch eigentlich nichts. Die einzigen Klassen, wo es wirklich relevant ist mit den Berufen, ist wahrscheinlich echt so Magier und Hexenmeister mit Schneiderei, ne? Ja, weil die halt viel Best-in-Slot Roben sich herstellen können, wo dann halt auch einfach die nicht getradet werden können zum Teil auch. Genau, die nicht getradet werden können, wo dann einfach Pflicht ist. Ja. Okay, gut. Also wie gesagt, auch wieder relativ freie Berufswahl eigentlich, aber das Optimum halt auch wieder Ingi. Ne? Genau. welche Verzauberungen braucht man im PvE? Gibt es da große Unterschiede zum PvP oder ist das mehr oder weniger gleich? Ja, da man halt mal, man vier Hit mehr braucht wie fürs PvP, kann man halt, das, was wir auch vorher hatten, das Fernrohr, das Zielfernrohr mit drei Hit, was nur für Range gilt, also. Ja, leider. Ja. Würde ich mir ja drüber freuen mit meinem Shop. Da natürlich neidisch drauf gucken. Also, war das nicht mal irgendwie buggy oder so? Irgendwas war da doch mal. Irgendwie auch auf Melee geilt oder mancher. Irgendwas war da mal. Ich glaube, das wäre viel zu heftig da. Also viel zu, sehr geil. Aber das macht man eigentlich nicht. Also macht man eigentlich nicht, weil man kriegt die neuen Hit auch so zusammen. Ja. Okay. Also von den Verzauberungen gibt es jetzt auch nicht. Ja, in Phase 1 gibt es halt, es gibt halt keine AG-Verzauberung noch auf Einhand. Ich glaube, Zweihand AG-Verzauberung, sind es 25 AG oder 30 AG auf Zweihänder, kommt auch erst später.
Also ja. Also sobald das draus ist, holt man sich das natürlich. Dann natürlich auf, was sind da, ich glaube, Handschuhe kann man Agi drauf machen, ne? Und den ganzen Verzauberungen, was halt Attack Power gibt, die Zulguru-Enchants, die Hunter Zulguru-Enchants. Alles, was Agi irgendeiner Weise erhöht, nimmt man auf jeden Fall mit. Also Standard halt plus 4 Stats auf Brust zum Beispiel. Ja. Das nimmt man halt mit. Also auch nichts mega Besonderes irgendwie so. Nee, da gibt es nichts mega Besonderes. Hunter Guild oder so. Okay. Ja, ich glaube, auf Schuhe kann man sich, glaube ich, auch plus 7 Agi, glaube ich, verzaubern. Aber meistens, da man, ja, wenn man PvP vorhat, PvP zu machen mit dem T1-Set, ja, dann macht man halt da auch Runspeed drauf. Genau, das ist dann immer so die Abwägung, ne, ob man das dann ja zweimal oder, hat direkt. Oder als Hunter natürlich, man kriegt das Set sozusagen hinterhergeschmissen. Das heißt, man hat dann einfach zweimal die Schuhe, genau, und auf den einen macht man sich Agi drauf und auf anderen Runspeed. Genau, da würde ich jetzt dann vermuten, beim Schurken zum Beispiel, ist auch mal die Überlegung, ob man die Movement Speed nimmt oder eben die 7 Agi, ne? Aber wahrscheinlich beim Hunter ist dann vielleicht die Agi doch vielleicht, also hat ein bisschen mehr noch mehr Wert als beim Schurken, weil natürlich ja für die Hunter der Movement Speed nicht so relevant ist wie für den Schurken, ne, der immer hin und her rennt. Ja, beim Hunter gibt ja Agi 2 Attack Power, also 2 Range Attack Power. Stimmt. Könnte das dann deswegen auch noch relevanter sein, ne? Stimmt. Ja, also das ist ja der Hauptstat eigentlich. Agi ja nach Hit ist das halt einfach der Hauptstat. Und dann einfach so viel Crit mitnehmen, wie es halt nur geht. Ja, okay. Beim Leveln übrigens noch, das haben wir vorher vergessen zu sagen, Wille. Wille beim Leveln ist richtig stark. Ja, also, ja, habe ich auch lange nicht gewusst. Ich beim Hunter ist das auch nicht anders. Also das Mana-Rack, man kann einfach viel mehr Specials dann raushauen. Ja. Erhöht auf jeden Fall den Run-Speed. Also den ja, Level-Speed um einiges. Genau. Ja, auch sogar mit dem Krieger, noch mit dem Schurken. Krieger ist, glaube ich, am krassesten der Unterschied. Das ist krank, ne? Also, echt viel, ja. Habe ich lange überhaupt nicht gerafft irgendwie. Habe ich lange nicht gewusst, Leute. Aber Wille kann wirklich geil sein beim Leveln. Ja, aber nur beim Leveln. Später ist nicht mehr, also ist relevant. Ja, genau, wegen der Lebens- und Mana-Rack dann halt. Dann, ja. Habt ihr nicht so eine lange Downtime. Jo, Netrix, gute Nacht, ne? Ciao, ciao. Ja, ich wünsche dir eine schöne Woche. Hier kam gerade noch die Frage, ab 1.10 doch nur noch ein AP pro Agi? Oder stimmt das nicht? Nee, ja. Kann sein, dass sie da irgendwas hin und her getrickst haben, aber das ist jetzt aktuell eigentlich nicht. Also 1.12er Patch war ist auf dem Ding, auf dem Stress-Test-Servern auch so. Okay, na gut, okay. Dinkris, gute Nacht, ne? Hau rein. Ja. Schöne Woche dir auch. Gut. Welche Add-ons braucht man mit dem PvE-Hunter? Gibt es da irgendwelche Add-ons, die man auf jeden Fall braucht? Abgesehen von den Standard-PvE-Add-ons natürlich. Ja, eigentlich, was braucht man da? Ja, Treat-Meter, also ein Agrometer ist halt Standard, ja. Als Hunter, ja, braucht man eigentlich keinen, braucht man das nicht. Ist natürlich schön zu wissen, aber man kann ja mit Faken Death immer die Agro resetten. Ja. Und also wenn der Hunter Agro zieht, dann macht er Main Tank auch irgendwas falsch. Ja. Aber zur Info für sich selber einfach, wo man ungefähr steht, ist natürlich immer ja, gut, das zu wissen. Und dann die ganzen, also Hunter muss halt nichts dispellen oder irgendwie was buffen oder so. Deswegen braucht er einfach diese, was halt die Healer brauchen. Man muss jetzt nicht unbedingt wissen, wie viele Leute, wie viel HP die haben, ist natürlich immer schön zu wissen. Aber jetzt eigentlich ist nicht Hunters Job. Hunters Job ist einfach, sich mit den anderen Huntern organisieren beim Tranquilizing Shot, dass man nicht beide gleichzeitig den Schuss macht und ja, beim nächsten Enrage kann keiner dispellen. Also nur das muss man halt ein Hunter beachten. Und wenn man richtig hart tryen will, noch im PvE, es gibt dieses Melee Waving, nennt man das, dass man in der Zeit
quasi, wo man auf die CDs wartet. Also man haut Aimshot raus, Multishot raus und dann hat man die Zeit, irgendwas als Hunter zu machen, bevor wieder Aimshot ready ist. Dann macht man entweder Faking Death und switcht Trinkets oder so. Oder man aktiviert irgendwelche Potions und was auch immer. Oder man kann kurz in Nahkampf gehen und einen Raptor Strike machen mit einer guten Zweierhand, den die in der Regel auch gut critten kann. Und dann einfach wieder rausgehen und somit holt man quasi nochmal das Maximum an DPS raus. Okay. Was die Klasse halt überhaupt so hergibt. Ja. Das Problem bei der Sache ist, wenn man das falsch macht, dann schneidet man sich sogar sozusagen, man schießt sich selbst ins Knie, man schlecht timed und dann verzögert man einfach seinen Autoshot und macht im Endeffekt sogar noch schlimmer, als man es eigentlich gerne gehabt hätte. Deswegen ist das halt wirklich dann für die erfahrenen Hunter, die dann wirklich das Min-Maxing sozusagen auf die Spitze treiben wollen. Man kann auch die ganzen Jujus farmen und es dann dem Pet sozusagen buffen, was halt einfach die ganzen Mili-Buffs, was der Hunter sich selbst nicht drücken kann, was ihm es nicht bringt, kann man das natürlich auch noch. Stimmt. Auf die Spitze. Also wenn man will als Hunter und sehr viel Zeit hat und wirklich das Maximum aus der Klasse rausholen kann, dann kann man da so vieles machen. Hat man das da aber, viel zu tun. Aber viel, ja. Es ist einfach viel mehr Aufwand, als das am Endeffekt bringt. Ja, verstehe ich. Deswegen einfach jetzt die Hunter jetzt vielleicht zum ersten Mal spielen oder vielleicht aus Retail kommen, weil Hunter in Retail ist ja schon ziemlich anders wie in Classic. Ja. Man einfach darauf achten, dass man die Autoshots nicht klippt und man ist eigentlich schon ziemlich gut dabei. Okay. Also das Autoshot Add-on immer noch am wichtigsten, ne? Genau, das wird für die meisten schon eigentlich genug. Die halbe Miete. Geben. Okay, gut. Dann wäre die nächste Frage, welche Consumables verwendet man mit dem Hunter im PvE? Wir haben also die Elixiere auf jeden Fall, Mungo mit 2 Crit und 25 Agi sind es. Das ist, glaube ich, so ziemliche Standard als Hunter und auch das Mindeste. Dann kann man sich halt die Flask reinhauen, die werden natürlich sehr teuer sein, aber die HP-Flask, ne? 1200 HP, sind, glaube ich. Ist auch für viele andere Klassen Standard. Und die Mana-Flask auch, oder wie? Mana-Flask habe ich noch nie gesehen beim Hunter. Also im PvE hat der Hunter eigentlich nicht so die Mana-Probleme. Also mit den ganzen Raid-Buffs. Und wenn, dann pottet man halt einfach. Pottet man oder die dämonischen Runen, die fahrt man sich als Hunter. Demonic Runes für Mana, also in HP in Mana quasi umwandeln, wie Lifetap. Ist auch für viele Caster Standard. Dann kann man im Blasted Lands, gibt es ja dieses Agi-Buff, was man sich farmen kann, da diese Skorpione killen und dann abgeben. Kriegt man, diese 20 Agi. Teile da, ja, dann die ganzen in Fellwood, die ganzen, was sind das, Karotten oder irgendwelche, die Pflanzen halt. Ja. Da gibt es ja 2 Items. Diese Beeren oder so, ne? Genau, die Beeren zum Beispiel oder die, was HP gibt oder was HP und Mana gibt. Dann gibt es ja noch den Cleansing, den Cleansing-Buff. Buff sozusagen, mehr oder weniger. Dann die ganzen Dire Maul kann man halt auch sich als Hunter solo besorgen. Ja, bringt zwar nicht so viel dem Hunter, aber nice to have. Mhm. Ach stimmt, Melee-ATP, ne? Leider, ne? Mhm. Schade. Ja. Schade. Was gibt's noch? Ja, wie gesagt, die Jujus kann man halt für das Pet farmen, wenn man ambitioniert ist. Mhm. Okay. Gut, das war ist ja schon eine ganze Menge. Also wenn man es auf die Spitze treiben will, dann hat man da schon einiges zu tun. Ja. Aber ich denke mal, ich glaube, man kann auch die Mana, wie heißt das nochmal? Das machen die Caster immer für Mana auf die Waffe verzaubern. Manaöl. Manaöl. Ne? Ja. Das kann man auch noch machen, ja? Oder wie? Ja, kann man nicht machen. Okay. Gerade die Frage,
Von Classic Groovy. Bin ein bisschen spät dran. Wer ist denn der Interviewpartner und streamt er auch? Glaube nicht, ne? Nee. Okay. Also leider kein Hunter-Gameplay an der Stelle. Nimm's einfach jemand, der Bock hatte, die Hunter-Klasse vorzustellen. Ja, wir kannten das vorher auch nicht. Und er wird aber auch auf Lucifron, auf Ali-Seite dann spielen, ne? Ja, also TC ist da Nick. C-I-C, also C wie Cäsar. C-I-C. Genau. Ja, und einfach ein sehr erfahrener Hunter, der sehr viel PvE und PvP gemacht hat. Genau, richtig. Könnt ihr dann auf, wenn ihr auch auf Lucifron am Start seid, immer wenn ihr dann, also wenn ihr quasi auf Hordenseite am Start seid, immer wenn ihr im Dreck liegt, ja, dann wisst ihr, welcher Hunter euch gekillt hat. Genau, Nachtelf, ja. Nachtelf. Ja. Und Namen auch an Mojo, ja, Namen. Also wie gesagt, wir haben heute hier die Hunter-Runde am Start, ja. Das Hunter-Klassen-Special. Wir haben jetzt den PvP-Bereich schon beendet. Reden gerade noch über das PvE vom Hunter, sind aber dann auch so eine Viertelstunde, würde ich sagen, auch fertig. Ja, ist auch lang genug dann, ja, das Video. Jo, nice, Kuma. Das finde ich ja gut. Auch der Sinn der ganzen Geschichte hier. Okay, dann wäre noch die Frage, wie spielt sich ein Hunter in Five-Man-Dungeons? Gibt's da irgendwie, wie ist das Gameplay so? Was macht man da? Ja, man hat jetzt nicht so gute CC-Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel ein Cheat macht, Mage. Aber man kann mit der Trap ziemlich gut CC'en. Ja. Man kann pullen. Der Damage ist auch solide in Dungeons. Man muss einfach nur aufpassen mit dem Pet, dass man dass man einfach keine Scheiße baut, wenn du runterspringt. Also vor allem für die Retail-Spieler, die jetzt irgendwie aus BFA kommen, die sind es vielleicht gewohnt, irgendwo einfach runterzuspringen und gewohnt einfach, dass das Pet quasi hinterher portet. Das ist in Classic nicht so. Das sucht sich irgendeine Route außenrum und Was gönnt sich dann? Im schlimmsten Fall pullt es dann halt die halbe Instanz und deswegen sind Hunter in Classic auch eher unbeliebt gewesen in den Gruppen, wegen sowas. Das eilt, der schlechte Ruf der Hunter eilt ihn quasi da noch von hinterher, von der Zeit noch hinterher. Ein Hunter, der weiß, was er tut, ist auf jeden Fall eine Bereicherung für die Gruppe. Auf jeden Fall. Er kann auch im Notfall, also es gibt zum Beispiel einen Downshot vom Hunter. Er kann, also wenn zum Beispiel ein Healer Aggro zieht, dann kann der Hunter die Aggro auf sich ziehen mit dem, das ist so ein Range-Spot sozusagen. Spot. Mhm. Und quasi die Aggro auf sich ziehen und dann hat der Hunter halt die Möglichkeit, Fing-Dev zu machen und somit quasi Zeit gewinnen, dass der oder halt auf sich ziehen und dann zum Tank rennen und dort einfach Faken Death zu machen, damit der Tank nicht hinterher dem Mob hinterher rennen muss. Ja. Ja, es gibt auch andere Tricks mit dem Hunter, so, ne? Zum Beispiel auch bei Drakizard in UBS, ne? Kann er den kiten. Genau, am Anfang vor allem wichtig, halt, wenn das Game noch nicht so gut ist. Genau. Und man nicht so stark nuken kann, dann nimmt der Hunter halt den Drakizard und kite ihn halt weg. In der Zeit macht man halt die zwei Ads weg und dann bringt der Hunter den Drakizard wieder zurück oder er macht wegen Death. Und oder auch in Stressholm zum Beispiel diese Gespenster, die da immer sind, ne? Die kann man mit der Flair gut rausholen und dann direkt killen, ist auch gut. Genau. Ja. Also guter Hunter, in manchen Indies können Hunter echt wirklich Gold wert sein, Leute. Auf jeden Fall. Ja, und der Damage ist halt auch noch, in 5er Indies noch recht stabil, also auf jeden Fall konkurrenzfähig. Und halt in Molten Core hält es auch noch an. Ja. Aber später droppt es halt einfach. Also für Leute, die jetzt irgendwie den Damage-Meter rocken wollen, Hunter ist auf jeden Fall, also im PvE ist Hunter auf jeden Fall die falsche Klasse. Ja, genau. Hat sich ja dann auch interessanterweise in Burning Crusade komplett geändert, ne? In Burning Crusade war auf einmal dann Beastmaster top of the top. Ja. Der Damage-Meter dann gerockt. Hunter einfach komplett rasiert. Top 1 irgendwie. Idee, ja. Top 1 Idee. Und vor allem dann die Lucky Hunter, die dann auch den Legendary Bow gekriegt haben, die sind halt richtig ausgerastet. GG. Ja.
Okay, aber wie gesagt, ja, Leute, momentan sind wir noch in Vanilla. Burning Crusade kommt eventuell noch, ja. Das wird auch dann Spaß, glaube ich, ey. Da habe ich auch Bock drauf, ey. Gut, dann wäre die Frage noch, wie spielt sich der Hunter im Raid? Ja, was hat man da so für Aufgaben und wie spielt er sich? Also recht entspannt. Man hat, ja, bis auf Tank Rising Shot eigentlich keine Aufgaben als Hunter. Aber pullen halt noch, ne, oder? Eigentlich? Ja, pullen, genau. Wenn man zum Beispiel in Molten Core die Flashbacks macht, während die, ja, der Raid quasi die in den Flashback, ja, die letzten Hits gibt, kann man quasi als Hunter schon vorrennen und die nächsten Flash pullen und dann zum Tank laufen. Also man kann das einfach ein bisschen beschleunigen. Man ist halt auch schneller unterwegs mit seinem Aspekt. Genau. Und ich habe noch eine Frage. Gibt es diesen Redirecting-Shot? Gibt es den schon in Vanilla oder noch nicht? Nein, den gibt es erst ab PC. Nein, den gibt es nicht. Aber wie genau macht man denn das dann in Molten Core? Weil unsere Hunter haben halt in WoW Classic auch immer irgendwie gepullt. Wie macht man denn das dann, dass sie dann keine Agro haben? Ja, die pullen einfach. Die pullen einfach und machen dann Faken Death. Und der Hunter, und in der Zeit hat der Tank dann irgendwie Zeit, um kurz die Agro zu bekommen oder wie so eine Art? Ja, man rennt halt zum Tank hin und der Tank kann halt spotten. Ah, okay. Und wenn der verkackt, dann ist man down. Man pullt halt vielleicht dann mit Rang 1 Arcane Shot, was dann halt, keine Ahnung, 20 Damage macht. Man hat einfach minimal Agro. Und der Tank kann einfach mit dem nächsten Auto-Hit einfach den Agro übernehmen oder er spottet halt. Und man als Hunter macht man dann Faken Death. Ah, okay. Nur, falls der Tank irgendwie verfehlt oder irgendwie dann. Okay, also der Redirecting-Shot kam wirklich erst mit Burning Crusade dann, ne? Genau. Weil da war es ja dann echt komplett easy peasy irgendwie, ne? Einfach den machen und hatte dann der Krieger direkt schon die Agro, ne? Ja, ja. Hunter haben einfach dann ihren ganzen 5 Sekunden Damage, ihren ganzen Burst quasi direkt auf den Tank drüber gehauen. Und, oh, ist echt chillig. Warum pullt er dann überhaupt? Jesuja. Naja, weil es einfach viele Momente gibt, glaube ich, wo der Hunter perfekt pullen kann, ne? Weil er einfach schneller gehen kann in der Innie. Ja, er ist schneller, er hat halt auch die größere Range. Genau. Und meistens stehen ja die Tanks irgendwo schon bereit an irgendwelchen bestimmten Spots. Genau. Das dauert einfach dann zu lange, wenn der Tank hinrennt, zum jetzt irgendwie in den BWL zu einem Drachen. Dann ist der Boss schon wieder weg, oder? Genau, und der Drache fängt dann einfach schon irgendwelche Debuffs zu stacken. Aber der Tank steht dann halt einfach bereit irgendwo hinter einer Kante, hinter der Mauer oder hinter der Treppe. Da gibt es ja im BWL so gewisse Spots, wo man dann die Bosse macht. Und der Hunter pullt quasi ganz gezielt an den Boss dahin. Ja, und in einigen Fällen kitet der Hunter ja auch direkt irgendwelche Ads. Genau. Oder? Zum Beispiel im BWL haben wir immer irgendwelche Ads von auch. Genau, erster Boss, Razor Gore, Hunter übernimmt. Stimmt. Ja, oder da. Kann da einfach den Kite übernehmen. Ja, wobei ich ja auch die Taktik präferiere, wo man die Dinger umnukt. Aber klar, am Anfang, wenn das Gear noch fehlt, ne, dann kann man dann auch kiten. Genau. Das war immer dann funny, wenn man dann am Ende irgendwie 30 von den Viechern da lang patrouilliert sind und ein Hunter da in der Mitte ist. Ja, gut, okay. Wollen wir noch was zu der Epic Quest sagen? Ja, wir machen noch zwei Fragen und dann machen wir das, ja? Mhm, okay. Dann haben wir die Liste hier vorher. Genau, wir sind aber dann gleich durch. Die vorletzte Frage wäre hier, wie farbt man Gold mit dem Hunter? Ja, da hat man ja gute Möglichkeiten. Also mit Frisch Level 60 kann man mal Raudon gehen und 40 Gold die Stunde rausholen. Das kann erstmal so spontan keine Klasse machen auf Level 60. Und einfach ziemlich safe, weil es ja eine Instanz ist. Ja, wenn das interessiert, kann da einfach mal Raudon Hunter Farm eingeben in YouTube. Und da gibt es so viele Guides. Und ich hätte nochmal eine Frage, das heißt, man verkauft den Ring dann an irgendwelche Leute, die brauchen, ne? Oder wie? Kann man machen, ja. Der Ring ist übrigens ja auch best in Slot für Hunter auch. Das heißt, also auch aus der Diamond Tribute Run sind auch einige best in Slot Items für Hunter dabei. Also für die später, die halt vielleicht Hunter vielleicht als Ding zocken. Oder halt auch einfach einen Farmchar wollen, die können sich halt ziemlich, ziemlich easy solo besten Slot-Items farmen. Okay. Ja, und wie gesagt, wird auch eine spannende Frage, ob man eben Diamol Tribute Run farmen kann oder eben nicht.
Ja. Also wenn man es halt farmen also wird, haben, dann wird es halt echt kranker Shit vom Gold, ne? Ja, in irgendeinem Patch haben die das geändert, dass quasi, dass man nicht den König von diesem Caster, wo ihn dann hielt, in diese Totems setzt, dass man die nicht separieren kann quasi. Und Hunter konnte pullen, irgendwie in Flame Trap den Boss reinlaufen lassen, dann Faken Death machen, damit ist einfach der Healer dann zurückgelaufen und man hatte quasi nur den Boss, die Boss-Agro. Ja. Man ist dann einfach da im Kreis rumgerannt und hat ihn halt irgendwie dann umgenietet, weggekitet. Und das haben die aber dann gekoppelt, also dass man die nicht splitten kann, aber das hat nichts gebracht. Dann ist man einfach halt auch mit dem zweiten Add auch hinterhergerannt. Der ist dann einfach, man muss einfach dann die große Runde drehen und der Mob ist quasi immer hinterhergerannt und er war immer line of sight zum König sozusagen und konnte ihn nicht healen. Genau, also wie gesagt, Dire Maul, Tribute Run ist eigentlich, man lässt alle Adds irgendwie aus, killt die nicht und killt dann am Ende nur den King und dadurch hat man dann eben mehr Loot in der Truhe drin, ne? Ja. Genau. Also ich hab ein Video gesehen, da war ein Hunter, da war, muss man dazu sagen, da hatte schon Full 2 Gear gehabt, also T2 Full. Mhm. Und er hat einen Run in 5 Minuten gemacht. Naja, genau. Die Besten haben immer, also im Schnitt, gute Hunter schaffen so 10 Minuten immer ungefähr. Genau. Ja. Und da man sowieso irgendwie, man macht mal 4 oder 5 Mal und dann wird man ja eh ausgeschlossen, weil man einfach zu oft die Instanzen resettet, kriegt man Lockout. Dann muss man ein bisschen warten. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nur, auf den Privatservern habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht, die guten Hunter haben so 10 Minuten gebraucht ungefähr. Manchmal wird Todstein halt resistet und so weiter, ne? Dann wipet man halt. Ja, man mal. Kann, ja, also wenn man da halt wirklich jetzt vorhat zu farmen, mehrere Stunden, dann kann man halt im Survival Tree die 2 Punkte da in ich glaube, einer reicht sogar aus, dass das ja, Faking Death nicht resistet werden kann. Okay. Das kann man skillen. Ja, auf jeden Fall kann man das eigentlich relativ gut so timen, dass man eigentlich keine Downtime hat. Auch noch dann mit, weil in Dire Maul North ist ja auch da noch ein Händler drin, dann kann man da noch verticken und so weiter halt, ne? Ja. Halt echt kranker Shit, ihr braucht noch nicht mal die Ini verlassen quasi. Ihr könnt da echt, ne? Ja, oder man kann ein bisschen Chanter lernen und dann kann man die ganzen Items auch. Dann kann man noch mehr. Ein bisschen chanten und die Splitter verkaufen, also man kann sich da auch anpassen. Oder in Dire, wie heißt es nochmal? Wenn man die Princess Runs macht, und man ist, wie heißt es nochmal? Pflanzen einsammeln. Was meinst du genau? Ja, die Blumen einsammeln. Wie heißt denn das? Das ist so peinlich, dass mir gerade. Die Kräuterkunde? Oder? Genau, Kräuterkunde. Diese Ghost Mushrooms da. Ja. Genau. Die sind ja ziemlich wertvoll. Und man kann sie auch, wenn man die Princess Run macht, auch dann dort einsammeln. Der Instanz. Genau, Kräuterkunde, genau. Genau. Dass ich das jetzt nicht auf die Reihe gekriegt habe. Scheiß drauf. Alle, wir reden auch schon 2 Stunden über den Hunter. Da muss man auch erstmal klarkommen, würde ich sagen. Ja, genau, also wie gesagt, das ist halt einfach für mich eine spannende Frage, ob wirklich diese Dire Maul Runs eben möglich sein werden oder nicht. Also ich sehe da auch gar keinen Grund eigentlich, warum Blizzard das von der Logik her nerven sollte oder ändern sollte, weil es war ja wirklich ein Classic so eigentlich, ne? Ja, ja. Also ich bin da fest überzeugt, dass das gehen wird. Aber viele sagen halt einfach, weil jetzt einfach die Pickrate von den Servern einfach viel, viel besser ist als die von den Private-Servern. Das ist die Update-Rate quasi. Und dass dann durch die Mobs, also die Bosse oder die Mobs an sich, einfach viel direktere Wege laufen und dadurch das Kite ein bisschen schwieriger wird. Aber das wird, ja. Also wie gesagt, als Hunter ist man trotzdem schneller als der Boss. Ja, dann dauert es vielleicht einen Tick länger, vielleicht 30 Sekunden brauchst du dann vielleicht länger, weil das wird der Boss ein bisschen schneller ist, beziehungsweise direktere Wege läuft. Aber wird am Endergebnis nichts ändern. Genau, ich meine halt jetzt nur, wie gesagt, ich gönne das jetzt auch den Huntern, wenn die da farmen können und so weiter. Ich bin gar keiner, der das irgendwie möchte, dass es genervt wird oder so. Aber es steht natürlich auch noch im Raum, eventuell überlegen sie auch, wenn sie überlegen, dass quasi die Ökonomie dazu sehr drunter leiden würde, wenn alle Hunter da farmen würden, dann ist es einfach nur interessant,
ob sie quasi auch den Schritt gehen würden, wie einige größere Privatservers eben gemacht haben, dass sie dann wirklich irgendeine Mechanik geändert haben, dann wurde man immer zum Boss hingeportet oder so, weißt du? Also dann konnte man den nicht kiten, wenn man alleine war. Aber wie gesagt, das ist einfach nur, ich glaube auch nicht, dass es kommen wird. Ich glaube, man kann dann wirklich... Ja, selbst angenommen, die machen das wirklich so. Die sagen, die Blizzard sagt, okay, also die Tributruns, die sind echt ein bisschen zu heftig. Irgendwie 100 Gold die Stunde, das zerstört die Ökonomie vom Server. Die nerven das, hat da trotzdem ziemlich gute Möglichkeiten, andersweitig einfach auf jeden Fall, natürlich. Das will ich damit jetzt auch gar nicht irgendwie mit sagen. Ne? Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich das interessant finde, ob das echt so kommen wird, ob das eben machbar sein wird oder nicht. Nicht, weil ich das den Hunter nicht gönnen würde oder weil ich generell auch, ich finde es auch gar nicht so mega krass, mein Gott. Ja, nur das Einzige, was ich immer schade finde, ist, dass dann halt viele Leute den Hunter nur deswegen hochleveln würden. Weißt du, was ich meine? Finde ich immer so ein bisschen schade, ne? Die eigentlich gar keinen Bock auf einen Hunter haben, aber weil es dann irgendwie die beste Möglichkeit ist, so eindeutig, dann deswegen Hunter leveln. Das würde ich einfach schade finden, ne? Ja. Ja, aber wie gesagt, der Hunter, wie gesagt, auch ein guter Farm-Char. Man kann viel, viel einfacher grinden und so weiter. Vor allem auch viel besser taggen, ne? In vielen. Auch zum Beispiel im Arati-Hochland kann man die Feuerelementare farmen, ne? Genau, genau. Wenn da ein Hunter steht, dann farmst du da gar nichts mehr mit deinem Schurken, ne? Das stimmt. Er packt alles weg mit der Cane Shot. Ja. Und das Pet auch mit Tier 1, also Tier 1 Set hat Resi, hat glaube 40 Resi auf alles beim Pet. Und das die 2 Set 60 Resi auf alles als Set Bonus fürs Pet und glaube 40 Ausdauer oder so. Das ist Retail hier gerade, Leute. Das ist Retail, ja. Hier gerade in Dark Shop. Man kann auch das Pet ja auch durch die, man kann dem Pet einiges beibringen. Skillen, also Ausdauerrüstung oder bis zu 140 oder 160 Resi kann man skillen. Mit Z-Bonus hat das Pet dann halt 200 ja. Resi auf was man halt will oder man kann, es hat 300 Punkte oder 310 Punkte, sind Maximum, was ein Pet haben kann. Und für diese Punkte kann man 140 angenommen Shadow Resi und Feuer Resi skillen, zum Beispiel fürs PvE, für Meutenkor. Ja. Weil da ist ja Feuer und Schatten so das Gängigste. Moin Psycho, guten Abend. Genau. Dann, haben wir jetzt noch die Frage mit der Hunter-epischen Queste irgendwie, ne? Man bekommt irgendwie einen Bogen und einen Stab, keine Ahnung, vielleicht einfach mal kurz, jetzt nicht so mega lange, aber einfach nur mal so kurz und knackig erläutern, was kann man bei der Hunter, wie bekommt man die und was bekommt man dann am Ende? Ja, beim vorletzten Boss, Majordomo, gibt's in Moltenkor, eine Kiste, ne? Ja, der dann einfach da Ragnaros spawnen lässt. Den tötet man ja nicht, sondern den besiegt man und dann gibt da eine Kiste frei, wo dann die 2 Items sein können oder halt nicht sein können, sondern sind da drin. Entweder die vom Priester für die Epic Quest, für deren Stab, oder die Hunter Epic Quest für den Bogen und den Stab. Das ist eigentlich das wichtigste Item. Dann startet eine Quest, wo zur Aufgabe hat, 4 Dämonen zu töten. In Winterspring ist einer, in Silithus ist einer. Und, in Ungoro, oder? In Ungoro ist einer und da beim Blackrock, wie heißt denn die Gegend? Nicht die sengende Schlucht, sondern das ist im südlich auf der anderen Seite. Brennende Steppe? Genau, brennende Steppe. Also der in der brennenden Steppe und in Winterspring sind die einfachsten. Also da kann man einfach hingehen und die einfach weg, also kiten halt. Also der in dem Winterspring, den kitet man einfach stupide. Da lernt man halt auch einfach das Kiten auch, dass man den nicht zu nah kommt. Auf Max Range kitet man, sonst, wenn man den zu nah kommt, dann wird man in Dämon verwandelt und dann ist da sozusagen der Versuch gescheitert und stirbt. Also jeder Fight ist auch so aufgebaut, dass man die Hunter-Fähigkeiten irgendwie auch clever anwendet, ne? Oder wie genau, also man slowt ihn quasi, den Winterspring hält man sich auf Max Range aus, weil man darf da nicht unter 30, also nicht auf 30 Meter kommen, man muss quasi zwischen 30 und 41 Meter immer sein. Und den einfach kiten und mehr muss man da einfach nicht beachten. Man braucht auch jetzt nicht, da braucht man nicht auch nicht irgendwelche Buffs, irgendwie Mana-Pots reichen. Also ich habe es damals nur mit Mana-Pot gemacht und hat sofort angeklappt. Der in Brennende Steppe, den muss man
was war das? Genau, den Winclip, Winclip gibt man den und dann, also der macht sehr viel Melee-Damage. Aber wenn man den Winclip gibt, dann macht er so gut wie kein Damage mehr und dann kann man den so ein bisschen Range und auf Melee sogar auch ein bisschen, ja, sozusagen damagen. Der macht dann nicht so viel Damage. Und, können die eigentlich nur Hunter killen oder können die andere auch killen, die Viecher? Also könnte ich den mit meinem Schurken auch besiegen oder ist es unmöglich? Nee. Sobald da ein Nicht-Hunter drauf auf die Agro-Liste gerät, dann despawnt er. Also man darf nicht geheilt werden. Also man darf nicht geheilt werden während der Zeit. Also irgendwie einen Healer bei der Seite haben, geht nicht. Mhm. Und es gibt einfach einen Trick, dass ein Hunter, ein anderer Hunter zum Beispiel, kann in die Gruppe gehen. Und der Hunter, der die Quest machen will, er spawnt, also er spricht quasi den Dämonen an, der wird dann praktisch enttarnt und kann getötet werden. Und der Hunter, der die zum Beispiel die Quest schon hat und Erfahrung hat, kann die Quest für den anderen Hunter machen. Der muss halt einfach da in der Nähe bleiben und nichts machen und kriegt sozusagen das Quest-Item dann. Lol, das wird auch gehen, oder wie? Also das ging früher. Früher ging das auf jeden Fall. Ich habe für bestimmt für 3-4 Hunter so die Quest gemacht, aus anderen Gilden. 100 Gold, ich mach die dir. ja, ich glaube 100 Gold waren es nicht, so weiß war ich jetzt nicht, aber mir hat es auch einfach auch Spaß gemacht. Ja, klar. Aber ob das jetzt geht, ob da jetzt Blizzard irgendwie einschreitet, da bin ich jetzt einfach nicht up to date, muss ich ehrlich auch einfach gestehen. Ja, schon. Und auch ob andere zum Beispiel, also auf dem Privatserver war es immer so, wenn dann irgendwelche Nicht-Hunter die Hunter da gestört haben, dann war es wirklich auch ein Grund, dass sie gebannt wurden zum Teil. Genau, also zu Recht Stutz und Scorpius-Ding, das schreibt einer, das ist schon korrekt. Dann macht er einfach lächerlichen Melee-Damage und man kann ihn so ein bisschen durch Range und Melee-Damage einfach schön easy downbringen. Man investiert auch nicht viel Mana, man lässt sich einfach Zeit. Das ist einfach so, ja, einfach, ja, gechillt, kann man sagen. Der Nongoro, der hat einen Ad, das ist ein so ein Succubus mit dem Fellhunter. Die muss man auch, die muss man Mana drainen, glaube ich. Ich glaube, die muss man Mana drainen oder irgendwas muss man da machen. Auf jeden Fall macht sie dann auch nicht so viel Damage. Mit der Ability, da bin ich jetzt ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Die war auf jeden Fall auch nicht so schwer. Da muss man einfach, man kann das entweder die down machen oder die ja, erst den Fellhunter. Man kitet halt auch so ein bisschen. Okay, na gut. Die einzelnen Fähigkeiten können ja auch dann nochmal recherchiert werden. Ja, also von den Leuten. Am besten mal liest sich ein Guide durch. Ich bin jetzt auch ehrlich gesagt nicht up to date. Ich weiß nur, dass der genau, Eisfalle kann man da benutzen, Mana Drain, genau, wie ich es gesagt habe, Mana Drain. Und der schwerste Boss ist dann halt immer der Insilitus, weil er einfach viert. Und er spawnt dann immer so kleine Käfer, die auf einen ganz langsam zubrennen. Kann man ein bisschen am Anfang weg auehen, aber irgendwann werden es einfach zu viel. Warum kann er mich denn killen? Und wenn wenn man da in die reingeführt ist, dann stirbt man halt auch. Und dieses Vier, was er halt macht, macht auch Damage. Also da muss man sich auch vorbereiten. Da gibt's einen kleinen Trick, indem man einen befreundeten Hexer dazu holt, der davor ein Duell mit einem macht. Genau, das hat ja auch schon jemand geschrieben gerade, ja. Ja, Curse of Recklessness. Dann ist man quasi 4 immun. Und dann kann man das sich so ein bisschen erleichtern. Und halt Shadow, Resipots und also da sollte man sich schon vorbereiten, kann man sich die Buffs einholen vorher, alles Mögliche und vielleicht Mungo reinschmeißen, weil der ist dann wirklich im Endeffekt der einzigste, ja, von den Vieren, wo Probleme machen kann, auch für gute Hunter, sage ich jetzt mal. Immer ein bisschen lucky auch. Okay. Ja, und wie gesagt, am Ende bekommt man dann einen Bogen und einen Stab. Man kriegt den Bogen und man kriegt auch dann also in derselben Quest hat man auch die Möglichkeit, sich einen epischen Köcher zu holen. Für den braucht man aber eine blaue Sehne, glaube ich heißt das, blaue Sehne. Die kriegt man bei Azuregos, bei einem World Boss.
die droppt bei ihm 100% oder man farmt sie in Winterspring bei den Drachen-Elite in da ist so ein Cave, also eine Höhle. Und die spawnen halt. Also die droppen das zu einer seltenen Chance. Also man wird auf jeden Fall diese blaue Sehne im Aktionhaus sehen für ja nicht zu wenig Gold, aber es ist aber jetzt nicht muss. Das ist einfach nur für einen Hunter so, ja, für sich selber ein Prestige-Objekt, weil diese 15% Attack Speed Bonus, was ein Köcher ja gibt, den kriegt man auch durch Items, die jetzt nicht episch sind. Da gibt's ja im Altarak zum Beispiel gibt's einen Köcher. Der unterscheidet, der ist vom Speed, also von Stat her ist er genauso gut wie der epische Köcher, nur dass er einfach weniger Slots hat für die Pfeile. Das ist alles. Okay. Und diese Waffen, also der Stab und auch der Bogen, die sind dann wirklich sehr stark und besser als alles weitere, was man bekommen würde bis zum... Nee, der Stab ist eigentlich irrelevant, weil er hat plus Add Damage gegen Demons, also... Der ist eigentlich, von den Stats her ist eigentlich also nicht gut für zum Raiden, weil nur wenn man gegen Demons kämpft, kann man macht der Stab überhaupt Sinn, sonst nicht. Und der Bogen? Der Bogen ist ziemlich gut, hat zwar 2,9 Speed. Das heißt, man muss da extra gut aufpassen, dass man die Aimshots nicht in die Autoshots reinklickt. Also dass sie sich nicht überschneiden. Ich glaube, oft kann man es einfach gar nicht vermeiden. Also ein bisschen tut man da Damage einbüßen, minimal, einfach durch den Speed geschuldet. Aber der Bogen an sich hat einfach so eine hohe DPS, dass er das einfach wegmacht. Und das ist auf jeden Fall auch best in Slot für Molten Core. Genau, und das Upgrade kommt dann im BWL, ne? Oder wie? Genau, erst ab Camargus Ambrus kommt dann der Upgrade. Da freuen sich natürlich auch die Trolle. Da sie halt einfach den Bogen dann quasi, kriegen sie 3 Hit geschenkt. Quasi durch den Racial. Okay. Ich habe auch von vielen gehört, viele machen die Quest auch einfach nur, weil sie so Bock drauf haben, ne? Und so ein bisschen lore-mäßig. Genau. Nicht unbedingt Items haben wollen. Das wurde ja zu Cataclysm, wurde das ja alles entfernt, weil die ganze Welt quasi umgekrempelt wurde. Dann gab es auch diese Quests nicht mehr. Ja. Ah, cool. Wie gesagt, glaube, da werden. Also viele Hunter werden das auf jeden Fall machen. Ne? Ich glaube, wenn ich einen Hunter spielen würde, hätte ich auch Bock drauf, die einfach mal zu machen. Und also diese Challenge einfach. Also derjenige, wo die Quest, also der Hunter, wo die Quest quasi selber auf eigene Faust gemeistert hat, ja, ich will es nicht sagen, kann sich irgendwie so stolz auf sich sein, aber hat auf jeden Fall dann die Grundkenntnisse, was Kiten angeht, was der Hunter-Fähigkeiten quasi. Weil ein ganz breites Spektrum hat man quasi abgedeckt mit der und hat zu Beweis, ja. Finde ich cool gemacht. Ich meine, das hat ja auch. Hat man bewiesen, dass man Hunter halbwegs spielen kann, halbwegs richtig spielen kann. Eigentlich auch so das, worum es in Vanilla ja auch in vielen Bereichen geht, dass man so diese Klassen einfach, dass man noch so eine richtige Identität hat irgendwie, ne? Ja. Und so ein Hunter-Feeling dann halt einfach hat, wenn man es gemacht hat, so, ne? Mhm. Genau. Okay. Dann habe ich noch 2 abschließende Fragen, dann sind wir auch fertig. Im Anschluss können wir dann vielleicht noch Sachen, oder wenn du noch irgendwie auch ein Thema hast oder so, können wir es auch gerne noch mit reinbringen. Ansonsten wären wir eigentlich dann gleich durch. Eine Frage, die haben wir eigentlich auch schon zum Teil beantwortet, die Item-Progression im Verlauf von Vanilla. Wie ist es generell beim Hunter? Ist er am Anfang stark? Ist am Ende stark oder wie verläuft das so von der Item Progression her? Ja, also wenn man das besten Slot Gear zusammenkriegt in der Phase 1, ist man auf jeden Fall ziemlich gut dabei im Damage. Und dann steigert es halt jeder Encounter quasi, also im BWL wird man dann wieder weniger Damage machen. Beziehungsweise man kann noch etwas mithalten, weil man dann halt die Sets ziemlich gut als Hunter kriegt, weil einfach die Competition nicht da ist. Also wenig Hunter im Raid. Kann man noch als Hunter noch ein bisschen ausgleichen, aber spätestens ab Akku hat man einfach keine Chance mehr in Damage Meter und leider in Akku auch für Hunter nichts, also nicht viel zu holen. Also da gibt's weder eine gute Waffe. Und das 2,5 Set ist eigentlich auch, muss man einfach auch sagen, ein bisschen Müll. Da wird irgendwie auf
Spell Damage bisschen gegangen vom Set her. Ja. Irgendwie Arcane Shot ein bisschen gepusht und das ist halt einfach komplett, ja, weil es der Arcane Shot tut ja mit dem Shot den Cooldown sharen. Deswegen ist der Arcane Shot in keinster Weise eine Option für im PvE. Und im PvP eigentlich auch nicht. Ja, das heißt, es skaliert eigentlich relativ. Also schlecht. Das Einzige, was in AQ40 der Handler interessiert, sind einfach die ganzen On-Use Trinket. Da gibt es ja schöne Sachen. Und da werden sich auf jeden Fall auch viele Furies und Rogues ärgern, wenn die Hunter da drauf Need haben. Ja, aber so ist es halt, ne? Ja, also AQ40 ist ein. Was gibt's da noch? Klar, man kann sich halt die Ringe, Halsschmuck. Ich glaube, Umhang ist auch noch, gibt es auch noch halbwegs, was man gebrauchen kann, aber nicht muss und nicht unbedingt. Das ganze Set kann man sowieso vergessen. Ja, das war's. Und mit der Zweihand, da gibt es eine Zweihandwaffe, ein Speer. Ziemlich gut. Wird eigentlich auch nie contestet, irgendwie von anderen Klassen. Irgendwie, da ist viel Agi drauf. Später kann man dann auch, also im Akku 40 draußen ist auf jeden Fall auch die Zweihandverzauberung, die Agi, auf Zweihand verfügbar. Dann kann man dann nochmal ein bisschen Agi pushen, ist im PvP ja auch ziemlich stark. Und erst dann richtig interessant wird es dann für Hunter in Nax. Ja, das Set ist natürlich unschlagbar. Vor allem PvE hat gute Stats. Gute Stats und auch die Bonis sind okay. Da wird in Nax ein bisschen auf Mana, Rack, da ist irgendwie MP5 drauf und irgendwie, wenn man crittet, kriegt man 50 Mana pro Crit sozusagen und man wird zu der Zeit auch ziemlich oft critten als Hunter. Vor allem mit Raid Buffs. Ja. Im PvP ist das Set dann natürlich auch ja, ziemlich stark. Man kann auch ein bisschen mixen mit dem PvP-Set. Also das ist ein epische PvP-Set, Rang 12 und Rang 13. Die Handschuhe sind vor allem sehr, ja, man kann sagen, best in Slot forever. Im PvP. Vom T3? Nee, vom PvP-Set, vom epischen. Da ist so. plus 4, also die Handschuhe an sich haben gute Stats, plus da ist Bonus plus 4 Multishot Damage Prozent. Ah, okay. Okay. Also so eine Mischung zwischen epischem PvP-Set und T3 ist so PvP best in Slot. Okay, ja, das wäre so die Skalierung vom Hunter in Vanilla. Ne? Ja. Ja, schon interessant, ne, dass eigentlich der Hunter im PvE eigentlich nicht gut skaliert, aber eigentlich durchgehend im PvP wiederum echt extrem stark ist einfach, ne? Das ist schon interessant irgendwie. Ja, weil halt einfach die zwei Main Abilities sozusagen, die skalieren halt über die Waffe und über die Attack Power, deswegen kann der Hunter einfach diesen im PvP diesen Burst erzeugen. Genau. Vor allem mit einer guten Waffe, also mit einer guten Waffe. Ein Hunter merkt halt sofort, spätestens wenn die Hunter schon Tool haben, 3,4 Speed, die Multishots und die Aimshots knallen halt rein. Ja, vor allem auf Stoff ist, das ist dann deren größter Albtraum. Ja. Auch gut gegierte Magier vor allem oder so, die strugglen das schon ziemlich krass im BG oder Open PvP, wenn da so ein Hunter auf die opent. Ja. Gut. Was ist dein abschließendes Fazit zum Hunter in WoW Classic? Und welchen Ausblick siehst du in Bezug auf das eventuell erscheinende Burning Crusade? Der Hunter eine gute Investition in die Zukunft. Also was ist so dein Fazit zum Hunter in Vanilla quasi und dann auch nochmal Ausblick auf Burning Crusade? Ja, also wer eine Klasse spielen will, die halt easy to learn, hard to master ist, ist auf jeden Fall ein Hunter gut aufgehoben in Classic. Man muss sich halt auch ein bisschen anstrengen, ist auch, ja, man wird vielleicht in Gruppen nicht so gern reingenommen, weil alle noch irgendwie, ja, schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Huntern oder werden es auch definitiv auch machen, wenn irgendwelche neue Spieler oder die davor Hunter nie gespielt haben, dazukommen, die werden den Ruf auf jeden Fall auch ja, wieder runterziehen, sag ich jetzt mal. Vielleicht, aber ja, ich weiß nicht, was du meinst. Klar. Mittlerweile gibt es einfach, also für die, die sich halt einfach interessieren für einen Hunter oder egal für WoW Classic an sich, liegen mittlerweile einfach ganzen Guides hinterhergeschmissen und ja, können sich da einfach ziemlich vieles abgucken, was halt früher nicht so ging. Früher war einfach Learning by Doing.
Ist auf jeden Fall eine anspruchsvolle Klasse, MPVP vor allem. Die da einfach die Herausforderung wollen, können sie auf jeden Fall auch für mich nehmen. Das Abschrecken immer noch so ein bisschen. Ich wäre völlig verloren im PvP mit dem Hunter, glaube ich. Ja, also da wird wahrscheinlich auch viel Frust einfach, wird bei vielen wahrscheinlich. Also die Leute, die müssen sich halt wirklich mit Hunter beschäftigen, um auch vorzeigbare Ergebnisse zu zeigen, dann umzusetzen. Es ist wirklich, gehört einfach viel Erfahrung dazu, auch viele Klassen, Knowledge von den anderen Klassen. Also was kann ein Magier mir anhaben, was kann ein Warrior? Sozusagen, man muss schon mit Classic und den anderen Klassen sich auch beschäftigen. Muss man auch mit den anderen Klassen auch, also die Magier, die Rogues und die Warrior, die müssen sich genauso mit dem Hunter beschäftigen, was kann der Hunter? Plus kommt noch die ganze Sache mit dem ganzen Engineers-Stuff und den ganzen Trinkets, die einfach auch großen Impact haben werden im PvP. Genau. Aber mein guter Hunter ist auf jeden Fall im BG, im Rated BG, ein Spot für Hunter auf jeden Fall safe. Und 2 bis 3 Raid-Slots im PvE sind auch für Hunter safe. Also deswegen wird man da auch ohne Hunter nicht auskommen, weil einfach manche Bosse nicht machbar sind. Ja. Ja, genau. Auf Bezug auf, PC, sind eigentlich, also was PvE angeht, sind vor allem am Anfang von PC Hunter goldene Zeiten. Beastmaster. Durchgehend eigentlich. Hunter ist ein komplett Burning Crusade mega stark eigentlich. Ja, mit minimalem Aufwand einfach im Damage Meter ganz weit vorne. Ja. Dann, weil halt all die auch dann Blizzard einsieht, dass die einen Hunter irgendwie scalen müssen. Und dann scaled auch das Bett, dann scaled auch die Dots, der Arcane Shot scaled richtig krass. Also ich kann mich damals erinnern, wo dann der Pre-BC-Patch kam. Da wurde ja quasi das alles abgedatet. Also auf 60 mit BC-Talenten. Das war abartig. Halt mit meinem Gear damals quasi 1200 Arcane Shot Crits einfach mal so instant aus der Hüfte im Sprung und das auf dem Krieger. Ja. Der Damage war einfach, aber war auch bei anderen Klassen auch richtig, richtig krass. Also viele Klassen haben auch von den BC-Talenten profitiert. Genau. Aber Hunter halt auch ziemlich, also einfach ziemlich stark. Ich habe gedacht, wenn das so live geht, wenn im BC bin ich der King. Und dann, boah. Bei den Crusade hast du ja auch richtig reingeballert, ne? Ja, ich hab Gladi, Season 1, Season 2, Season 3, Season 4 und Season 5. Also Season 5 war. Auch dann, mal Rang 1 gemacht, oder? Ja, klar. Also Gladi. Nee, ich meine, hast du auch mal Rang 1-Titel geholt? Nee, ich war einige Mal Rang 1, aber ich hab's nicht. Nicht den Titel. Nicht zum Schluss durchziehen können. Ja, das ist ja dann immer das extrem Schwierige gewesen. Hunter war zwar stark, aber er war halt nicht Totem, sag ich mal so. Da gab es einfach andere Kombos, die weitaus stärker waren. Ja, da würde ich jetzt nicht unbedingt zustimmen. Ich kenne auch eine Kombi noch, die ihm auch Rang 1 gemacht hat mit Hunter-Druide. Aber schon Warlock-Druide war dann vielleicht noch ein bisschen stärker. Aber also ich war in Season 1 und Season 2 war okay, ich gut, ja. In Season 1 und 2 war der Hunter vielleicht noch nicht so stark, das kann sein. Ja. Season 1, Season 2, ja, da hat er halt Mana-Probleme gehabt. Er hat dann irgendwie Season 3, Anfang Season 3 oder ja doch, hat er den Mana-Aspekt gekriegt, dass er quasi Mana gereckt hat, automatisch. Je weniger er Mana hatte, umso mehr hat er gereckt. Und man hat dann einfach auf Mana-Drain gespielt. Genau. Da war der Hunter halt mit Druiden richtig stark. Und also Season 1 habe ich 2. Platz im 5er gemacht. War dann aber auch auf dem Event Realm 1. Also Season 1. Aber es ist ja schon krank. Also 3-mal Gladi ist ja schon echt eine gute Leistung auf jeden Fall. Ich hab kein einziges Mal Gladi geschafft. 5-mal Gladi. Ja, oder halt, ne, also überhaupt Gladi zu schaffen. Ja. Also Season 1 war auf jeden Fall nicht einfach für den Hunter, wegen dem Mana-Problem. Die Hexer konnten Hunter richtig auf den Sack gehen. Und einfach den Hunter Mana drainen und dann kam halt nur noch Autoshot vom Hunter. War halt nicht so schön, das war halt so ein bisschen Counter, die Hexer. Ja. Also ich habe im Fünfer damals einen Hunter, im Fünfer-Team. Ich habe mein eigenes Fünfer-Team quasi gegründet. Und da war der Gladi, kann man ganz knapp den ersten Platz verloren.
aber hat trotzdem für Gladi halt gereicht. Und dann später auf dem Event Realm. Und so, und Season 2 war genauso. Ich glaube, 5 haben wir auch Gladi gemacht. Und erst ab Season 3 und Season 4, dann hat es halt angefangen im 2&2 und im 3 und 3. Ich glaube, Season 4 habe ich im 3er den Gladi geholt und im 2er mit dem Druiden. Ja. Nicht schlecht. Gut, dann hier noch eine Frage, die haben wir schon beantwortet. Von Whistler, mit welcher Klasse hat man als Hunter im PvP die größten Probleme? Da meinst du Shadow und Warlock, ne? Im Duell, ja. Im Duell hat man, weil man halt sich nicht so weit von der Flagge entfernen kann, ist man irgendwie immer gezwungen, dann wieder durch die Gegner durchzurennen auf die andere Seite, weil man sonst aus dem Flankenbereich entfernt. Und generell im Roll-PvP? Im World-PvP gibt es eigentlich keine so richtige Angst gegen. Wenn man den Kampf beginnt, also wenn jetzt, wenn man den Kampf beginnt auf Max-Range, dann gibt es eigentlich keine richtige Gegner, von denen man Angst haben muss. Vorausgesetzt, man ist halt auf dem gleichen Gear-Level, sage ich jetzt mal so. Ja. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass jetzt dann irgendein voll equipter PvP-Hexer oder ein Warrior irgendwie da mit blauem Gear irgendwie großartige Chance haben, weil wenn ein Warrior einen uncharged und man hat nicht so viel Leben und einfach unterlegenes Gear, dann kann einfach mal sein, dass man in einem Charge dann einfach mal 50, 60, 70% des Lebens verliert. Ja. Gut, auch nochmal Namen an Hardware-Bastler. Grüß dich, willkommen hier. Dann würde ich sagen, sind wir durch mit dem Hunter, wa? Mhm. War dann doch recht umfangreich am Ende wieder. Also Hunter dann doch wirklich auch, wenn man so gerade in die Details reingeht, eine sehr komplexe Klasse, finde ich auch, ne? Man auch viel dann, glaube ich, auch an Erfahrungswerten sammelt über die Jahre einfach, ne? Ja. Gerade im PvP. Ja, in Burning Crusade wäre der Hunter dann immer noch, also nochmal ein bisschen ein Stück komplizierter, weil dann auch das Bett auch noch viel mehr Fähigkeiten kriegt, irgendwelche wie heißt das nochmal? Ja. Dass man es groß entfernen kann. Büchse oder Bogen wird hier noch gefragt. Ich glaube, weder noch, eher Armbrust einfach, ne, wenn man nehmen kann. Armbrust, ja. Also, auf wenn man. Also, best. Also, Pre-Raid-Biss ist eine Armbrust. Also, da gibt es diese zwei Armbrüste. Ja. The Black Row aus Blackrock Spire. Oder ja, aus. LBS, ne? Ja, und aus Stratholm die Armbrust, die ist diesmal noch mal minimal besser. Okay. Diesen Biss auf jeden Fall. Oder halt der Volt Drop, die epische Kanone, Zwergenhandkanone heißt sie, glaube ich. Mhm. Aber die ist halt, ja, mega selten, sehr teuer sein und ist halt ein Volt Drop und damit kann man halt schlecht planen. Aber die Armbrüste sind eigentlich ziemlich easy zu haben. Okay. Kamel, aber guten Abend, grüß dich. Und dann nochmal abschließend vielleicht die letzte Frage, und das haben wir auch vergessen noch ein bisschen. Wir haben noch gar nicht über die seltenen Pets gesprochen, ne? Ja. Über Lupus Pets und so weiter. Da ist ja gerade die Wolkenschlange. Warum war Wolkenschlange gut und gern als Pet? Wer ist eine Wolkenschlange? Das ist Lupus? Nee, ne? Wolkenschlange, ja, das ist also die Drachen, die kleinen Drachen, diese. So, die Drachen, okay. Die fliegenden Schlangen, sage ich jetzt mal, ja. Also die in Feralas, glaube ich, sind, ne? Ja, die gibt's in Höhle der Wehklagen gibt's die. Das sind quasi so die ersten, die man sich zähmen kann. Und dann gibt es die auch in Zuguruk zum Beispiel, wo auch dann den Max-Rank Lightning Breath haben. Genau, da wäre nämlich auch nochmal eine Frage, weil diese komischen Wolkenschlangen habe ich auch oft bei PvP-Huntern gefühlt gesehen. Was ja, war der Grund? Ja, weil halt dieser Lightning Breath Naturdamage macht, das heißt gegen Klassen, die halt viel Rüstung haben, also Warrior jetzt angenommen, da geht halt das halt durch, ne, weil es halt ein Spell ist. Oh, das ist der Grund, ja? Ja, und auch so, das Bett hat jetzt keine überragenden Werte, irgendwie offensiv ist eher so ein Durchschnittsbett, macht einfach genug Damage, aber auch hält auch was aus. Weil eine Katze macht halt 10% mehr Damage, dafür kriegt sie auch 7% mehr Damage. Also vom Leben her und Rüstung. Okay. Also da kann man auf Petopia, glaube ich, Petopia, wenn man googelt, da sind alle Pets nochmal aufgelistet, kann man ein bisschen sehen, dass dann jetzt irgendwie Schildkröten oder die Skorpione mehr Rüstung haben.
dafür aber halt dann weniger Damage machen. Was mit so. Broken Tooth? Was mit dem Pet? Broken Tooth ist halt ein Rare in den wie heißt denn die Gegend da? Badlands, glaube ich, ne? Genau. Ja, ist es Badlands? Ja, stimmt, Badlands. Das eine ist oh. Badlands, ja. Badlands ist halt 1,0 Speed. Bei Older Mana unten, ja. 1,0 Speed, Attack Speed und das im PvP halt recht mächtig gegen Magier, weil es halt einfach den Pushback verursacht. Also höheren Pushback als jetzt eigentliche Pets, die 2,0 Speed haben. Aber eigentlich haben alle Katzen zwischen 1,6 und 1,3 Attack Speed. Also man muss nicht unbedingt dieses Raw Pet haben, um aber irgendwie. Meinst du, die Hunter werden das dann wieder farmen, diese Pets? Oder ja, wird es wieder gebannt? Ja, also das wird auf jeden Fall gefarmt werden. So wie es aussieht, sind ja auf vielen PvP-Servern sehr viele, also die Spieleranzahl wird sehr, sehr groß sein und es wird auch sehr schwierig sein, da so, dass da jeder Hunter, der es will, sich das Better farmt. Das wird sehr schwierig sein. Also ich glaube, schnell hochleveln vielleicht. Gar nicht hingehen oder so, das wird komplett useless sein. Man wird in der Zeit. Aber was anderes Broken Tooth lohnt sich oder lohnt für PvE, PvP schon, ja. Oder also wofür würde sich das lohnen? Eher PvE für oder Für beides. Also die Pets machen dadurch jetzt nicht mehr Damage oder so, weil das ja normalisiert. Quasi, wenn das Pet halt einfach doppelt so schnell zuschlägt, dann macht es einfach halt pro Schlag um die Hälfte weniger Schaden, weil die PS bleibt immer gleich bei den Katzen. Okay. Ja, und das Einzige, was einen Vorteil bieten könnte, ist einfach, dass das Pet, was halt schneller zuschlägt, Respekt, ja. man ist Beastmaster, ja, dass dann dieser Flurry, das ist im WM-Baum quasi, dass die 30% Attack Speed bei einem Crit, dass das einfach dann die Uptime davon einfach viel besser ist. Okay. Und Lupus? Rein vom Damage macht das keinen Unterschied. Und Pets kann man sich auf PvP noch ein bisschen trimmen. Wie gesagt, wenn man halt T1 oder T2 Set voll hat, kriegt man ja diese 40 Resi auf alles beim Pet. Ja. Oder halt mit T2 60 und man kann halt die 140 reinskillen in Natur, Feuer, was man halt auch immer will. Und damit kann man halt schon die Magier und die Hexer ziemlich, ja, ich würde mal sagen, stark abfacken, wenn man das Pet auf 200 Schattenresi bringt. Okay, weil das dann gar nicht mehr genovert werden kann oder so, ne? Vom Magier. Zum Beispiel, ja, wenn man es auf Frost pusht, dann kann man nicht genovert werden. Und man kann eigentlich immer, also zwei kann man mitnehmen. Also man kann zum Beispiel Shadow und Frost kann man mitnehmen. Also so viele Punkte reichen halt aus. Hm. Die Punkte reichen aus, um das auf Maximum mitzunehmen. Für zwei Arten der Magie. Ja. Das und ist sozusagen wie ein Fellhunter beim Lock, so ungefähr. Ja, das kann man ja auch mit den Setboni hochstecken dann noch, ne, glaube ich. Es ist einfach ist lustig zu sehen, wenn zum Beispiel so ein Hexer im Duell den Hunter seduced mit seduced und er versucht das Bett zu vieren und er versucht irgendwie zwei oder dreimal das Vier zu casten und das wird halt immer resisted, das ist immer lustig anzusehen. Weil beim Fellhunter weiß man, dass einfach das Bett viel Risi hat. Aber im Hunter-Pet erwartet man es. Stimmt, da würde man es nicht erwarten. Ja. Und Lupus, was hat es damit auf? Ich habe immer gehört, das hat Schattenschaden und geht da auch durch die Rüstung durch, oder stimmt das nicht? Genau, das wird aber in Live nicht. Also das ist genau. Nein? Also das war das ein Bug oder wie? Im Privatserver? Nein, das war kein Bug. Das gab irgendwie 1.9, also vor 1.9 gab es verschiedene Pets. Das war nicht nur Lupus. Ich hatte zum Beispiel damals in Classic Tag de Lipa hieß es, das war im nördlichen Brachland, war das so ein Raptor, so ein bläulich-gräulich. Und er hatte 150 oder 200% Runspeed hat er gehabt. Er hat, wenn dann Ellie vorbeigeritten ist auf dem Epic Mount, ja, wohlgemerkt, auf dem Epic Mount, 100% Speed, das Bett hat es eingeholt und dismounted. Also gedazed. Okay. Aber manche Pets waren echt krass, ja. Also Tag de Lipa, weiß ich noch, da war in Stranglehorn habe ich viel Spaß damit gehabt. Also ich habe alle Leute dismounted auf Epic Mounts. Das geht aber so nicht mehr, oder wie? Das geht nicht mehr, nee. Das geht nicht mehr. Ja, also das wird, die ganzen Pets wurden dann normalisiert, da war auch Lupus, da hat der Schattenschaden gemacht. Dadurch waren die BMs eigentlich richtig krass. Weil,
Ja, dann war ja eigentlich. Wann kam dann der Nerf, wo es normalisiert wurde? Oder wann war das? Ich glaube 1.9. Ich glaube, 1.9 kam dann der Patch, dann wurden einfach viele Pets normalisiert. Ja, okay. Und warum? Waren die zu stark oder? Ja, anscheinend schon. Also da war einfach zu viel Vielfalt. Also das ist nur, was ich jetzt so spontan weiß. Aber da gab es noch. Ist dann jeder Hunter gezwungen, was sich das zu holen oder so, ne? Dann irgendwie. Auf den ja. Ne? Ja, Leute, das kommt leider nicht wieder. Da wisst ihr Bescheid. Nee, das kommt nicht wieder. Und das gab es auf ein paar Privates anscheinend, aber also live wird es so nicht gehen, weil dann wäre es echt eine Überlegung wert, einen Lupus zu holen, auch für das PvE, dann ist das verdoppelt ja eigentlich an den Pet-Damage. Naja, das hat einen reinen Schattenschaden gemacht, der Gute. Er war immer auf Dauerfarm auf dem Privatserver. Mhm. Okay. Hier noch die Frage, pullt das Pet dann nicht, wenn es unsichtbar ist? Also wenn man wo runterspringt und wegfolgt, wenn es unsichtbar ist, irgendwie, keine Ahnung. Nee, es pullt nicht, wenn es jetzt nicht direkt durch die Mobs durchläuft. Also wie beim Schurken auch. Ein Schurke, wenn er im Stealth ist und die Mobs auf seinem Level sind, dann kann er ja auch nicht einfach durch die Mobs durchlaufen. Dann aggrot er ja auch und das ist beim Pet genauso. Also wenn das Pet irgendwie dann quasi... Das ist nicht wie so ein Imp, der dann in einer anderen Phase ist. So, nee, ne? Ich glaube, Imp ist ja nochmal komplett. Ich glaube, Imp befindet sich ja komplett in einer anderen Phase so quasi. Genau. Der ist ja nicht im Stealth, sondern der ist ja im Parallelwelt sozusagen. Also die Katze würde dann quasi da lang schleichen, aber man würde sie dann eventuell genau, trotzdem, also der Mob würde sie eventuell trotzdem sehen. Entlang schleichen, genau. Katze wird wie ein Rogue entlang schleichen. Ja. Geil, Hardware-Bastler. Sehr gut, bist du, damit man auch im Urlaub raiden kann. Ja, ich will mir auch noch ein Gaming-MacBook eventuell kaufen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, achso, eine Frage fällt mir da doch noch ein. Ja, mit dem Füttern. Also ich habe Zeit. Ja, mit dem Füttern vom Pet, das ist auch mal so eine Geschichte. Ja. Kann das Pet wirklich wegrennen, wenn man da verkackt oder wie? Ja. Ja, also wenn man das Pet zähmt, dann ist es ja erstmal quasi ungehorsam. Und ich glaube, Pet hat sechs oder acht, ich glaube, es waren sechs Loyalitätsstufen. Und das geht einfach mit der Zeit, wenn man einige Stunden mit dem Pet verbracht hat, dann hat es automatisch irgendwann die höchste Loyalitätsstufe und dann frisst es auch nicht mehr so viel. Okay. Das Pet hat ja quasi rot, also so eine Anzeige rot, gelb und grün. Oder so ein Smiley wenn dann, sie ne? Rot ist, ja, wenn sie rot ist, ist 75% Damage, bei gelb ist 100% Damage und bei grün ist 125% Damage. Und wenn man das Pet direkt zähmt, dann ist es rot, dann muss man es füttern. Das Problem ist, nicht alle Pets essen das Gleiche. Also Schweine können zum Beispiel alles essen, können zum Beispiel auch das... Was der Magier an Essen herbeizaubern kann. Ehrlich? Kann ja, das gibt Schweine können das essen und ich glaube auch Schweine, Leute. Die Serpents, den kann das auch. Also diese mit Lightning Breath, was wir vorher hatten, die können auch Magie im Rot essen. Das ist ja ein voller Vorteil, oder? Ja. Aber das, also im Endgame ist das, dann hat man halt ein bisschen Fleisch irgendwie, ja, fürs Pet. Wenn man eine Katze hat, die isst halt nur Fisch und Fleisch, dann hat man halt ein bisschen Fleisch in der Tasche fürs Pet. Also wenn das Pet, wenn man damit einige Stunden gespielt hat und es hat die höchste Loyalitätsstufe, dann frisst es auch nicht mehr so viel. Also eine stirbt. Also jedes Mal, wenn das Pet stirbt, verliert es schon extrem an Zufriedenheit. Ja, da muss man eigentlich immer so ein bisschen nachfinden. Das ist dann so ein kleiner RP, ja. Aber das muss man da mal in World PvP stirbt man ja auch, also wenn man selber stirbt, dann verschwindet das Pet ja einfach, ne? Ja, das despawnt, ja. Gilt das dann auch als Sterben fürs Pet, oder? Nee, glaube ich nicht, nein. Also, wenn man das, es gab mal, ich weiß nicht, ob es noch so ist, dass wenn man das Pet freigegeben hat, also quasi eingepackt hat, dass es auch Zufriedenheit verloren hat. Das war mal eine Zeit lang so. Ja, aber minimal, das ist jetzt, also... Mhm. Es ist halt jetzt nicht der Rede wert, sage ich jetzt mal. Okay. Also das ist kein Problem. Es ist nur ein Problem, am Anfang habe ich es auf dem Stresstest-Server habe ich das gemerkt, als ich mir eine Eule gezähmt habe. Ich habe auf dem Stresstest zwei Hand auf 15 gelevelt, einmal auf Hornseite, einmal auf Ellie. Und als Nachtelf habe ich gemerkt, dass ich irgendwie kein Fleisch hatte, um die Zufriedenheit zu erhöhen. Und hatte irgendwie nicht Lust, in die Hauptstadt wieder zu laufen, um das zu kaufen. Und
Da kann es durchaus ein Problem sein. Ich habe auch ein Pet verloren, glaube ich so. Warum hast du kein Fleisch gehabt? Ja, ich habe einfach nicht dran gedacht, dass ich hatte Fleisch gehabt, weil durch die ganzen Mobs, die man halt so tötet, aber irgendwie habe ich dann irgendwelche Quests gemacht. Ich war in dieser Höhle da bei den Vorbolgs im Elfenstaatgebiet. Diese drei Dinger farmen musst, ja, ne? Ist übrigens richtig, richtig hunterfeindlich, weil man dann auch sein Pet nicht hat. Richtig schlimm. Da würde ich nicht alleine reingehen, eventuell. Ja. Okay, aber das ist jetzt nicht so, dass man im World PvP oder so immer, keine Ahnung, mega viel Fleisch braucht oder so? Nee. Also wenn man so ein 10er-Stack, irgendwie Hühnchen oder so, irgendwas in der Tasche hat, was man so beim Vendor kaufen kann und später, also auf Level 60 ist ja beim Hunter Gold kein Problem. Das zahlt man easy aus der Portotasche sozusagen. Okay. Bist du Vegetarier, die Frage hier gerade? Nee. Okay. Leute, Hunter, ja, für die ganzen Veganer und Vegetarier da draußen, ist der Hunter nicht sowas. Da müssen wir immer Fleisch kaufen. Wisst ihr Bescheid. Gut, nee, das wäre dann eigentlich auch, Leute, wir machen Ende im Gelände, ja. Das Video wird einfach sonst zu lang an der Stelle. Dann, Sisi, vielen, vielen Dank, ne, für die ganzen Infos. Ohne Scheiß, war echt sehr informativ. Ja, gern gemacht. Weil du halt auch in beiden Bereichen viel Erfahrung hast, so finde ich, ne. Das ist immer halt auch dann irgendwie natürlich perfekt eigentlich für so ein Video, ne? Wenn jemand jetzt nur PvE kennt oder nur PvP, dann kann man halt nicht alle Themen abdecken. Ja, dann würde ich sagen, Leute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auch an die Podcast-Zuhörer, ja, ich hoffe, ihr habt eine angenehme Autofahrt gehabt, ja, und in dem Sinne bis zum nächsten Podcast oder bis zum nächsten Video, ja. Ciao, ciao. Tschö. So.